Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer Jubiläumsfolge. Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire The Masquerade in der fünften Edition. Und wir haben heute unsere 50. Folge von Vampire The Masquerade Blood and Sand. Und ja. Way, juhu, hype us. wir, das sind zum Beispiel der Rerion als Ronan de Tremere. Hey. Und der Kakko als Bruce der Gangrel. Nabend. Die Mondi als Scarlett die La Sombra. Hallöchen. Und last but not least die Feramin als Sam die Toreador. Hallo. Ja, kurzer Disclaimer wie immer vorneweg, auch in der 50. Folge. Wir spielen in der World of Darkness, die ist per Definition eine Welt der Dunkelheit, der bösen Dinge. Das heißt, auch in diesem Stream können böse Dinge passieren, schlimme Dinge werden, können, sollen passieren. Und das ist auch so mit Spielerinnen und Spielern abgesprochen, mehr oder weniger. Und ja, wenn ihr das hier schaut, es kann dazu kommen, dass Dinge vorkommen, die euch triggern. Falls das der Fall sein sollte, schaltet einfach ab, guckt was anderes, spult vor, zurück, was immer euch auch. Ja, den Trigger wieder wegnimmt, passt auf euch auf, seid hiermit gewarnt. Ich weiß nicht genau, was heute passiert, von daher kann ich euch nicht speziell warnen, aber genau. Gut, und ja, wenn wir spielen Vampire the Masquerade in der fünften Edition, wir versuchen uns möglichst ja, an dem offiziellen Kanon zu halten. Allerdings hab ich das Ganze ein bisschen aufgebrochen, ein bisschen die NWOD mit dazu genommen. Ein bisschen die alten Sachen aus den alten Editionen der von Vampire. Das heißt, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, was Lore angeht, das ist durchaus so gewollt, gekonnt oder nicht gekonnt, je nachdem, wie man es sieht und von welchem Blickwinkel man das betrachtet. Also fühlt euch da auch nicht irgendwie übergangen. Außerdem einen kleinen Tipp für euch da draußen, die ihr irgendwie die Runde hier relativ neu entdeckt habt. Und die ihr vielleicht auch den Nerdpol gar nicht so kennt oder noch gerade erst für euch entdeckt habt in den letzten Jahren. Ganz am Anfang, vor inzwischen, ja, 7, 8 Jahren, gab es schon mal einen Vampire the Masquerade Stream. Damals noch mit den V20-Regelwerk auf dem Kanal von Meister Umbreon. Und einige der Charaktere, die in letzter Zeit hier aufgetaucht sind, sind da ziemlich prominent. Und falls euch wundert, wo da spezielle Charaktere jetzt auf einmal aus dem Nichts vorkommen und der Chat irgendwie teilweise abgeht wie Schmidts Katze, und ihr nicht wisst, was die Anspielungen bedeuten, dann empfehle ich euch. V3 haben wir gespielt? Nein, wir haben V20 gespielt, Umbreon. Zumindest steht das auf meinem Charakterbogen. so, und ja, jetzt bin ich raus. Danke. Also falls euch das interessiert, wo diese Charaktere herkommen, zum Beispiel der Nosferatu, der letzte Woche aufgetaucht ist, was der denn möchte und so, dann schaut mal rüber auf den Kanal von Meister Umbreon auf YouTube und guckt euch die ganzen Sachen an. Das lohnt sich sowieso. Es sind doch gar nicht so viele Folgen. Damals hat man noch nicht 50 plus Folgen gemacht. Ja. Auf meinem Kanal gibt es übrigens, wenn ihr mal das entdecken wollt, auch ein kleines Prelude zur zweiten Staffel von dieser Spielrunde. Und das heißt Toms Auftrag. Und der ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, wenn ihr mehr über diese Person wissen wollt, die beim letzten Mal da aufgetaucht ist. Und über seine Beweggründe. Damals noch schön ein kleines Hörspiel gemacht mit der Community von Nordpol. Genau. Ja, genau, das vorneweg. Ja, wir spielen Pen and Paper Rollenspiel, falls ihr das nicht kennt. Wir verkörpern hier alles Rollen. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler spielen Vampire. Ich bin der Geschichtenerzähler. Und ja, bitte trennt das, falls die Spielerinnen und Spieler irgendwas machen, was irgendwie nicht so ganz koscher ist, das ist das, was ihre Rollen sind und nicht sie selber. Wir sind alle ganz nette Persönlichkeiten.
Und unsere gespielten Vampire oder Nicht-Vampire, die in diesem Spiel vorkommen, die meistens nicht so wirklich. Außer Bruce. Bruce ist ja eigentlich ganz nett. Noch. Ich arbeite dran, dass er nicht mehr nett wird. Mondschatten schlägt vor, Blatt ist in Folge 100, die Gummibäume schlagen zurück. Ja, da müssen wir aber auch erstmal hin, so Folge 100. Mal gucken. Ja. Genau, aber falls euch das interessiert, das könnte ganz interessant sein, um Hintergrundwissen zu haben. Genau. Der Phoenix schreibt es auch gerade: Viva Las Vegas heißt die erste Runde, Viva Venezia heißt die zweite. Und ja, schaut euch das mal ruhig an. Das sind, glaube ich, keine Ahnung, 10 oder 12 Folgen. Genau. So, und genau, wir spielen immer noch in der Stadt ohne Namen, an der Grenze von Mexiko im schönen Bundesstaat Texas. Die Stadt hat nicht nur keinen Namen, was irgendwie die Menschen irgendwie so gar nicht zu interessieren scheint. Viele Vampire auch nicht. Unsere Vampire schon, aber ja, sie haben auch nicht rausgefunden, warum das so ist. Das ist aber nicht die einzige Merkwürdigkeit der Stadt. Die zweite Merkwürdigkeit der Stadt ist, dass Vampire, die sie nicht verlassen können, denn die ist es so eine Art Kuppel um die Stadt herum. Und ja, der Vampir, der versucht, diese Kuppel zu durchdringen, geht in Flammen auf und verbrennt. Und ja, einmal schon schlimm getestet von Sam. Hat nicht so angenehm gewirkt, glaube ich. Und ja, irgendwas liegt unter der Stadt verborgen. Das habt ihr ja auch schon in den letzten Folgen herausgefunden, was genau das irgendwie ist. Es scheint ein Vampir unter der Stadt verborgen zu sein, eingehüllt in eine Art Teil des Abyss. Ja, Scarlett ist durch diesen Abyssteil hindurch gewandert und hat das quasi ein bisschen ausgekundschaftet und hat seitdem eine lockere, lose Verbindung zu diesem Vampir, der da unten irgendwie eingesperrt zu sein scheint und nicht rauskommen kann. Und ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Diesem Vampir gehört auch ein Messer, was ihr gefunden habt. Dieses Messer war vorher schön fein säuberlich in einem magischen Kubus versteckt. Ihr habt es rausgeholt und habt es eurerseits in einen Tresor eingeschlossen. Und ja, ihr seid davon überzeugt, dass das Messer auch eine Art Schlüssel ist, um diesen Vampir da unten rauszulassen. Und irgendwas ist da noch mit Werwölfen. Ihr habt irgendwie Hybridwesen gesehen, die im Abyss herumschwimmen, in so komischen Glasdingern, so halb Mensch, halb Werwolf. Ja, das war aber jetzt alles für euch jetzt gerade nicht so interessant wie der Vampir, der da unten ist. Zumindest bisher. Und ja, das sind die übernatürlichen Sachen, die irgendwie gerade passieren. Ja gut, Ronan wird auch noch von seiner geisterhaften Ex-Frau ja, verfolgt oder begleitet. Also Geister sind auch noch irgendwo präsent. Ja, aber das sind die übernatürlichen Sachen, die gerade so los sind in der Stadt ohne Namen. In der vampirischen Gesellschaft gibt es natürlich den üblichen Zoff zwischen Kamarilla und Anarchen. Und ja, die Anarchen sind an den Rand der Stadt gedrängt, haben offiziell keine großen Rechte in der Stadt, sind aber geduldet. Und ja, der neue Prinz der Stadt, den ihr auch gewählt habt, der ist euch so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil er ein bisschen harsch regiert, ein bisschen unüberlegt zu regieren scheint. Ja, nicht in die Richtung tendiert, in die ihr gerne die Politik der Vampirgesellschaft in der Stadt hättet. Dennoch hat Sam zum Beispiel ein Amt in der Stadt inne. Sie ist Sheriff und war früher Harpyie und ja, hat dementsprechend inzwischen ist sie ein bisschen besser auf den Prinzen zu sprechen als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Ein bisschen. Blutsband sei Dank. Genau.
Ja, außerdem gab es eine Gestalt in der Stadt, die die Stadt inzwischen verlassen hat, nämlich Vaclav Pranava, eine, ja, zuerst dachtet ihr, er wäre ein Tremere gewesen. Inzwischen habt ihr herausgefunden, dass er kein Tremere ist. Was genau er ist, wisst ihr nicht. Er vermutet, dass es vielleicht eine Art Magier ist. Allerdings, naja, genau herausgefunden habt ihr es noch nicht. Der wollte eigentlich das Messer haben, was ihr aus dem Kubus geholt habt. Also er wollte den Kubus haben mit dem Messer drin. Ihr habt ihm nur den Kubus gegeben. Und dann ist er verschwunden. Bis jetzt ist er nicht wieder aufgetaucht, aber beim letzten Mal habt ihr auf jeden Fall Hinweise bekommen, dass er irgendwie wieder mitmischt in der Stadt. Ob das jetzt irgendwie zeitlich vor oder nach seinem Verschwinden liegt, hat Bruce in seinem Gespräch mit Henry, seinem besten Kumpel in dem Park, wo er gewohnt hat, noch nicht richtig evaluieren können. Das ist mir manchmal ein bisschen schwer, mit Henry so richtig und falsch auseinanderzuhalten. Ja, genau. Die Vampire der Stadt sind auch ein bisschen geschröpft worden. Viele alte Vampire sind ja über den Jordan gegangen. Der ehemalige Prinz ist verschwunden. Der ehemalige Sheriff wurde von Ronan getötet. Als ja, Bestrafung dafür, dass derjenige, dass er sein eigenes Kind getötet hat. Ja, und vorher sind ja, auch schon der ein oder andere Brucher ist auch gestorben vor Bruces Augen. Ja, und alles ist ein bisschen im, ja, die Vampirgesellschaft schrumpft und schrumpft, was für diese kleine Stadt vielleicht ganz, ganz heilsam sein könnte. Dennoch tauchen auch immer mal wieder neue Vampire auf, zum Beispiel ein ziemlich seltenes Exemplar des dreieugigen Clans, den Scarlet im Park getroffen hat und noch für sich behalten hat, dass dieser Vampir existiert und der gerade erst aufgewacht zu sein scheint aus einem ziemlich langen Schlaf und von dem man Informationen zu der Stadt kriegen könnte, der was weiter zurückreicht, wenn der war wohl aktiv, als die Stadt noch gar nicht wirklich Stadt war, sondern eher so ein Goldgräbercamp. Und ja, in der letzten Folge ist außerdem ein Nosferatu in die Stadt bekommen, der anscheinend einen Vampir sucht, der sich in der Stadt versteckt. Und hat der deshalb den Sheriff der Stadt, stellvertretend für den Prinzen, also Sam, gefragt, ob er den Vampir hier suchen und jagen darf und sich damit in der Stadt aufhalten darf. Und ja, Sam war das relativ egal. Die hatte gerade, glaube ich, auch den Kopf ein bisschen woanders, in dem Augenblick zumindest, wo dieser Vampir aufgetaucht ist. Denn es gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen Sam und Scarlet um diesen Vampir, der unter der Stadt liegt. Scarlet will ihn unbedingt aus Neugier freilassen und Sam ist da überhaupt nicht für. Das hat nämlich auch alles so ein bisschen was mit dem Prinzen zu tun. Und da Sam ja den Prinzen ein bisschen besser findet als Scarlet, gab es da ein bisschen Zoff. Ja, könnt ihr euch dann ja auch nochmal anschauen. So, und falls ihr jetzt neu dazugekommen seid und irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie ruhig stellen zwischendrin. Wir haben hier genug Leute im Chat, glaube ich, die ganzen Folgen alle gesehen haben und dann kriegt ihr bestimmt auch erzählt, wenn ihr euch irgendwas begegnet, was ihr nicht wisst. Wir sind heute unterwegs, wollen in das städtische Krankenhaus einbrechen, oder zumindest die Vampire wollen das, mit der Hilfe von ja, Ronans Schwiegermama, in Anführungsstrichen. Sarah G. Hat versprochen, euch in das Krankenhaus reinzubringen. Das ist gar nicht mal so einfach für Vampire, denn es ist streng verboten, sich dort aufzuhalten. Der Vampir, der dieses Territorium für sich beansprucht, ist der Primogen der Malkavianer, Frank. Der mischt eigentlich bei allen in euren Geschichten, die er so einzeln irgendwie erlebt, irgendwo mit. Zumindest irgendwie, ja, so hintenrum irgendwie.
bei Sam, er hatte was irgendwie mit Sams Erschaffer zu tun. Bei Scarlett hat er irgendwas mit seinem Erschaffer zu tun. Bei Ronan und Bruce ist es noch nicht irgendwie noch nicht so, Orca. aber zumindest die Mädels haben irgendwie einen ordentlichen Grund, diesem Graham mal auf den Zahn zu fühlen. Besonders Sam hat den gefressen. Also noch nicht, aber so, naja, übertragenen Sinne. Das Problem ist, der ist halt primogen, dementsprechend politisch relativ unantastbar. Und ihr habt aber schon einigen Dreck am Stecken gesammelt, mit dem ihr ihn heute konfrontieren wollt. Und mal schauen wollt, was dieser Typ so macht. Er scheint zumindest ein merkwürdiges Gebräu hergestellt zu haben. Versetzt mit Vampirblut, dass es wohl schafft, Dünnblüter zu kreieren. Und zwar in Massen, und zwar ja, jugendliche Teenager in der Stadt in Dünnblüter zu verwandeln. Worum sich Sam jetzt als Sheriff natürlich auch noch kümmern muss. Tausende von Dünnblütern, also na, Tausende, Dutzende von Dünnblütern, die da durch die Stadt laufen. Und mehr oder weniger jeder Einzelne eine Gefahr für die Maskerade darstellt. Und ja, der Prinz der Stadt hat ja auch eine Blutjagd auf die Dünnblüter aufgesetzt. Und ja, das ist so eine Sache. Niemand weiß offiziell, wer hinter diesem komischen Zeug steckt. Aber ihr wisst, dass es wohl Frank ist, der das macht. Und irgendwie hat er auch eine Verbindung zu dem Vampir, der unter der Stadt liegt. In irgendeiner Art und Weise. Wie genau, weiß man nicht so richtig. Ja, und bei Scarlett ist es irgendwie so, dass Frank mit involviert ist darin, dass ja, ihr Erschaffer einen Mord an einem oder einen Angriff auf die Tremere-Primogen an die Schuhe geschoben bekommen hat und dafür sein Unleben gelassen hat. Und eigentlich müsste Scarlett da auch Feuer und Flamme sein, dem auch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und ja, heute, ich schau mal gerade noch mal in den Kalender. Wir waren beim letzten Mal Sind am am 10. März. 10. März 2019 unterwegs. Und ich denke, wir springen eine Nacht weiter und an dem Montag können wir schauen, wie ihr euch organisiert und wie ihr euch vorbereitet, um rüberzugehen in den Hospitalkomplex, der eifersüchtig bewacht wird durch diesen Maikarianer-Primogen. Und vielleicht trefft er. Wo trefft ihr euch? Bevor es losgeht? Haben wir Sarah jetzt beim Bunker geparkt? Hattet ihr ja. Ihr hattet sie aus dem Club herausgenommen, weil Ja, genau. Ich war mir ihre bloß reine nicht ganz sicher, Präsenz. ob wir von Veronica das Go hatten, dass wir sie dorthin bringen dürfen. Würde ich vorschlagen, wir treffen uns im Club und gehen sie dann direkt dort abholen, um sie nicht vorher noch wieder in den Club bringen zu müssen. Ja, dann trefft ihr euch alle in Sams Büro, wie ihr schon öfters gemacht habt. Letzte Nacht hattet ihr die letzte Auseinandersetzung da. Letzte Treffen. Alle nochmal schnell einen Rouse-Test machen fürs Aufwachen übrigens. Das auch mal gemacht haben. Zack, zack, zack. Bruce wird ein bisschen hungriger und die anderen nicht. Nicht mehr als sonst auch. Gut. Ja, das könnte auch so ein bisschen sich darin äußern, dass er auch so ein bisschen nervös wirkt, vielleicht, ob dieses Tages, weil das ist ja schon ein krasser Schritt, der wird dann auch so ein bisschen nervös, also nicht so überhysterisch, aber schon ein bisschen nervös und mit reingucken. Knibbelt die ganze Zeit an seiner alten Jacke irgendwie drumrum. Fühlt so in den Taschen. Bruce, Ja. du machst mich nervös. Nicht nur dich. Schon gut. Aber Bruce, ich habe was für dich.
die Brau hoch. Was jetzt genau? Also Ronan macht dann seinen Rucksack auf, den er halt mitgeschleppt hat, und wirft dir dann so ein Bündel zu. Und das ist so eine Stichschutzweste. Danke. Ich falte die so und gucke mir die mal so an. Ich habe so ein Ding noch nie besessen. Ich hoffe, es passt irgendwie. Ist eigentlich für meine Größe gedacht. Also ich habe 2 davon noch akquirieren können. Ja, ist wahrscheinlich besser so. Je nachdem, was später passiert. Und ich betrachte die wirklich so. Guck sie nicht so skeptisch an. Probier sie, ob sie passt. Ja, probiere ich die mal an. Wahrscheinlich ist sie ein bisschen Spack. Ich glaube, du bist ein bisschen Spack sein, ja. Aber dann halt, ich denke mal, also wenn du die am weitesten mit den Seiten hier machst, dann funktioniert ja. Das irgendwie. Gut, dass Stärke drüber kommt. Dann ziehe ich mir noch ein Ding. Seit wann bist du eitel? Weißt du nicht. Ist ja raus wie eine Presswurst hier drin. Ronan hebt eine Brau und klopft sich mal hier so auf die Brust, wo es jetzt auch ein bisschen dumpfer klingt. Ich weiß ja nicht, aber lieber ein bisschen Schutz als gar nichts. Du, vollkommen richtig. Aber irgendwie, weiß ich nicht, guckst du an mir runter. Beruhigen tut mich das irgendwie nicht. Also, seht auch, Ron hat in der Jacke halt so 2 Schlitze, wo 2 weitere Patronenmagazine drin sind. Für die Desert Eagle, die er dabei hat, und auf der anderen Seite einen Flock. Ja, tatsächlich hat Bruce auch einen Koffer dabei. Oh oh. Den hatte der noch nie dabei. Also ich stelle mir das auch so ein bisschen vor, ich kenne auch mal Henry, dass der wirklich so erstmal nur Metallen ist, also ganz, ganz schlicht. Und würde man den aufmachen, wahrscheinlich ist der auch noch irgendwie mit Alufolie ausgekleidet oder so. Ja, aber ich habe den auch noch nicht aufgemacht. Was hast du da Schönes dabei? Geschenk von einem Freund. Oh, sei her. Bist du jetzt El Mariachi? Nee. Ja, El Mafiosi. Und ich klappe den so auf und dann ist ja dieser Thompson Maschinenpistole drin. Alter, die ist ja antik. Das, ja. Pass auf, Ronan kauft sie dir sonst ab. Na, ich glaube, die ist nicht irisch. Zumindest hat er davon nichts gesagt. Aber sie ist antik. Oder und alt. Na gut, alt, das wird ja passen. Hallo. Naja, ist... Ich meine, ich habe auch noch die dabei. Und deutet auf die andere Pistole, die ich von Henry habe. Ich habe ja mein ganzes Arsenal von dem. Man könnte meinen, wir hätten irgendwas vor. Leider. Hast du nicht selber gesagt, es ist besser, vorsichtig zu sein? Ich stelle nur das Offensichtliche fest, da bin ich gut drin. Also. Ich würde auch noch die kleine Pistole, die du mir besorgt hast, mitnehmen, zusätzlich zu der Machete und dem Flock. Sicher ist sicher. Ja. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir versuchen, je nachdem, was passiert, den Schaden bei Sterblichen gering zu halten. Bei Scarlett fällt im Übrigen auf, dass sie zum allerersten Mal keine Bücher mitgenommen hat. Oh mein Gott. Ja, aber so Waffen trägt sie überhaupt nicht bei sich. Und sie würde mal so der Reihe nach wirklich so beäugen, so die Knarre von Ronan, weißt du, so der Gürtelpflock bei Bruce. Und wenn Sam dann auch noch ihre kleine Pistole zur Machete dazu nimmt. Habt ihr vor, das Krankenhaus gewaltsam zu stürmen? Nein. Ihr bereitet euch für einen Krieg vor. Wir sind in Texas. Wenn ich mich auf einen Krieg vorbereiten würde, hätte ich ganz andere Sachen dabei, glaube ich. Ich dachte, in Texas trägt man das so, wenn man das Haus verlässt. Naja, die schon. Die hier nicht. Ich kann einfach überhaupt nicht einschätzen, was da passieren wird. Ich auch nicht. Und mir geht es eher darum, falls doch irgendeine komische Überraschung noch irgendwo wartet. Genau das. Und für den schlimmsten Fall
dort wird auf den Flock. Ungeachtet dessen, auch falls irgendwas mit einem von uns passieren sollte. Geistestricks und dergleichen. Das ist meine Sorge. Ihr geht bewaffnet bis unter die Zähne dorthin. Wenn er es schafft, nur einen von uns gegen die Gruppe zu stellen, haben wir das Problem mit diesen Waffen und nicht er. Des Weiteren wollen wir dorthin gehen, um zu reden. Tatsächlich, wenn ihr so bei mir im Wohnzimmer aufschlagen würdet, würde ich, glaube ich, nicht mehr reden wollen. Nun, es läuft eine offizielle Blutjagd. Mehr als eine sogar in dieser Stadt. Aber nicht auf ihn. Nein, aber ich meine, sobald wir uns auf die Straße bewegen, wir könnten jederzeit John, dem Dicken oder irgendwelchen Thimblers begegnen. Du bist der Sheriff. Ich bin der Sheriff. Nun denn, wollen wir? Von wollen kann nicht die Rede sein. Das ist bei mir nicht. Ein Sonntagsausflug ist was anderes. Aber ich glaube, dieses Gespräch ist mehr als überfällig. Mhm. Hängt daran, was er mit den Kids gemacht hat, mit diesem Basil Brew. Nika? Noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir Sarah abholen gehen? Nein. Am besten so entspannt wie möglich sein. Dann solltest du vielleicht deine Kippenfrequenz etwas runterschrauben, weil das wirkt nicht sonderlich entspannt gerade. Ich bin Kettenraucher. Ja, aber... Außerdem ist die noch nicht mal an. Aber ich brauche was zum drauf rumnuckeln. Ich brauche das Gefühl, verstehst du? Das ist mit dem Skelett aus dem letzten Einhorn. Es gibt da eine Abteilung bei uns in der Bibliothek mit freudschen Büchern. Die würde ich dir mal empfehlen, Ronan. Nein, mit meiner Mama ist alles okay. Davon gehe ich aus. Schätze ich mal. Tatsächlich wandert auch Scarlets Blick immer wieder zu dem Safe, der ja im Büro ist, von Sam. Naja, im besten Falle kriegen wir ein paar Antworten, die vielleicht ein bisschen ein paar weitere Steine in das Puzzle einfügen. Richtig. Im schlimmsten Fall gibt es einen neuen... ist ein Primogenposten neu zu besetzen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn er das wirklich war, immer mal unter der Prämisse mit dem Bestial Brew, dann war es ein mutwilliger Verstoß gegen die Maskerade. Und ein Angriff auf alle anderen Primogenen dieser Stadt. Und alle anderen Clansmitglieder. Sagt wenn. Aber ich denke tatsächlich, in dem Fall würde der in Kauf genommene Maskeradebruch schwerer wiegen als der Angriff auf andere Kainiten, fürchte ich. Oder dass sie in Gefahr bringen, andere Kainiten. Also, gehen wir. Dann fahrt ihr los zum Bunkerkomplex und holt die gute Sarah ab. Ich glaube, nach dem letzten Mal ist es vielleicht ganz gut, wenn das vielleicht nur zwei Personen machen und Scarlett im Auto bleibt, weil sie ja nachdem Veronica sie gerne kaschen möchte, wäre das jetzt ein echt blöder Zeitpunkt. Wollen aber wir gehen, Ronan? Das sollte ja kein Thema sein. Ja, also wir würden dann Sarah holen. Scarlett würde in der Zeit aus dem Auto aussteigen und halt vor dem Auto warten.
und den Eingang von diesem Bunkerkomplex im Auge behalten? Ja, Bruce würde erstmal noch im Auto sitzen bleiben, den Kopf mal so auf seinen Schoß legen, den echt nochmal so angucken. Dann nimmt er das Ding mal so in die Hand und wiegt das so ein bisschen ab. Hast du so ein Ding schon mal benutzt? Einmal, als ich bei Henry war, aber dann nehme ich das mal so in die Hand. Guck mal so. Ein bisschen auf, das ist wie so ein normales Jagdgewehr. Zieht mal so ein bisschen, aber. Du solltest es testen, bevor du es einsetzen willst. Wenn du die Waffe nicht einschätzen kannst, kann sie dir schaden. Ja. Wobei das, was du vorhin gesagt hast, aber nicht stimmt. Ich glaube, vielleicht reicht der hier auch schon. Mit dem kenne ich mich immer ein bisschen aus. Und nimm's mir nicht für übel, Bruce, aber für gewöhnlich ist dein Blut eine Waffe in sich. Ich glaube, ihr seid die besten Kämpfer. Für gewöhnlich verhalten sich aber auch Gangrel wahrscheinlich anders als ich, oder? Naja, das ändert ja nichts daran, dass du vielleicht gut kratzen kannst. Du denkst gerade so kurz zurück an diese Szene in der Kanalisation mit Sam, wo ich diese Steinwand zerschlagen habe. Stimmt schon irgendwie. Aber er klappt dann in dem Moment so den Koffer zu und tut ihn so unten in den Fußraum. Ich würde hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ich tatsächlich auch. Mit einem Primogen möchte ich mich ungern anlegen. Man kann nicht einschätzen, wie mächtig und alt sie sind. Frag mich mal. Ich hab da gar keine Ahnung von. Ich muss sagen, das mit Sarah war die erste Situation überhaupt mit so einem Malkaff. Das eine klingt auch nicht gerade gut, was Roland und du so erzählen. Sie sind anders. Das merkt man. Ja, das habe ich mal mitbekommen von Angela. Die hat irgendwas von einer Cowboy-Hut tragenden Tante da erzählt. Oha. Ja, gut, schlechter Modegeschmack gehört jetzt nicht so dazu. Ja, sowieso nicht in der Stadt. Pnavas Kollektion sah ja auch furchtbar aus. Hey. Was? Was, Pnava, sieh hier! So ein Staubwolke, auf einmal steht er vor uns. Ich dachte, ihr liebt mich. Ja, Bruce ist halt echt sichtlich nervös. Er würde sich halt auch wahrscheinlich dann auch, wenn sie wieder aus dem Auto rausgehen, den Koffer dann mal so liegen lassen. Ich habe echt Angst vor dem, was da kommen wird. Eventuell. Ich denke, solange wir höflich bleiben, sollte nichts schief gehen. Ich meine, zum Schluss, jeder Vampir will leben. Vermutlich. Aber wie gesagt, du sagst ja selber, die sind schwierig. Aber ich hoffe auch mal auf das Beste. Ich auch. Aber hey, falls es hart auf hart kommt, ich halte dir den Rücken frei. Und Scarlett hält dir so ein bisschen awkward das Fäustchen hin. Ja, ich schlag so richtig ein. Klong. Gut. Dann drehe ich mich mal so in die Wüste raus und schaue auch einmal so durch. Gut. Dann warten wir mal, dass unsere Spezialistin da rauskommt. Mhm. Am besten ohne Tremere, Mami. Das hoffe ich auch, ja. Nun gut, ihr holt Sarah ab, quetscht euch alle in den, ja, es wird sehr, sehr gemütlich, glaube ich, in dem Auto, wenn ihr da jetzt zu fünf drin sitzt. Ja. Scarlett darf ja fahren, von daher, oder? Ach, fantastisch, also Scarlett hat Platz, also die wird auch so ein bisschen so die Arme so auf die... Easy Rider in Amerika. Da sind auch drei Personen auf einer Rückbank in dem Auto überhaupt kein Problem. Ja, auf einem Auto, aber nicht in Scarletts Auto. Ja, ich habe doch den kleinen Opel da.
Ich habe gehört, der Größte darf auf dem Beifahrersitz. Ja. Der Sheriff wurde voll zusammengequetscht auf der Rückbank. Ja, gibt Schlimmeres. Aber wenn es ja in der Mitte ist, gibt es ja immer noch so ein Meat Shield quasi nach links und rechts. Während ihr fahrt, wirkt Sarah relativ nervös, spielt so ein bisschen mit den Fingern. Vermutlich so ein bisschen gleichzeitig wie Bruce Dada aus mit den Fingern knackt, irgendwann so Nacken so. Ja. Können wir bitte alle versuchen, zumindest nach außen hin ruhig zu wirken? Ich könnte Musik anmachen. Oh ja, bitte. Aber kannst du vor die Lautstärke bitte ein bisschen runterdrehen? Ich drücke auf den Knopf. Okay, gut, dann geht's gleich voll dröhnend los. Ja, das war's dann für die Auspex-Benutzer. Wir hatten hier eine kurze Vorwarnzeit. Ja, okay. Ronan versucht sich den Hut über die Ohren zu ziehen, was nicht funktioniert. Ihr parkt auf dem Mitarbeiterparkplatz vom Krankenhaus. Sarah bringt euch da rein. Durch so eine Schrankenkonstruktion durch. Ist für die Nacht relativ wenig los gerade. Man muss sich bei so einem Pförtner irgendwie melden, was Sarah aber erledigt. Und dann läuft ihr durch die Gänge, die relativ leer sind. Ausgestorben, weil es ist dann mitten in der Nacht. Und riecht nach Krankenhaus. Ja, also wenn ich so den ersten Schritt über diese Schwelle trete, so vom Krankenhaus, dann wird auch tatsächlich mal so, es riecht genauso wie jedes Mal in jedem verdammten Krankenhaus. Roten hat ein Problem mit dem Geruch? Widerlich. Roten hat auf jeden Fall die Zeit genutzt, vom Auto bis zum Eingang so viele Zigaretten zu rauchen, wie er nur irgendwie schaffen kann. Habt ihr zu euren Lebzeiten schlechte Erfahrungen mit Krankenhäusern gemacht? Er hatte gute Erfahrungen mit Krankenhäusern gemacht. Ich weiß nicht. Das sind unangenehm. Es riecht irgendwie immer nach alten Menschen und Tod. Und der Geruch verspricht nichts Gutes, ja. Ich bin in meinem Leben genau dreimal operiert worden. So, Sarah dreht euch um. So, wir gehen durch das Treppenhaus in so eine Zwischenetage. Die ist nur für Graham. Okay. Offiziell Verwaltung, aber naja. Geht keiner rein eigentlich sonst. Ab da sind wir dann unangekündigt. Ihr seid auf euch gestellt. In Ordnung. Gut, ich warte dann im Krankenhaus, bis ihr wieder rauskommt. Hätte ich bedenkt. Wenn irgendwer kommt, keine Ahnung, irgendwas machen? Verstecken? Kannst du einen Eulenruf? Schuhu? Das wird es im Notfall tun. Okay. Der einsame Schrei eines Kojoten wäre auch schön. Ja, sie zückt so eine Karte, so eine Checkkarte, zieht die durch so ein Checkkartengerät und legt dann gleichzeitig in so eine Kerbe, die sich öffnet, nachdem die Checkkarte durch ist, ihren Daumen da rein, gibt ein kurzes, so ein zischendes Geräusch. Und sie zuckt so ein bisschen mit dem Arm und dann öffnet sich die Tür. Schau so ein bisschen in die Runde, wer vorgeht. Der Sheriff. Sheriff geht vor, genau. Sehr gut. Sheriff, Bodyguards, Rückendeckung. Protokoll.
stehst auf einem Krankenhausflur, langem Flur mit heller Neonbeleuchtung. Die Wände sind eigentlich ursprünglich wahrscheinlich mal komplett weiß gewesen, inzwischen mit so einem auf der Hälfte mit so einem kotzgrün gestrichen. Bis so auf bisschen über Hüfthöhe. Und man kann durch so große Türfenster, kann man durch größere Fenster immer mal wieder in so Räume reinschauen. Wo allerdings, wenn da kein Licht drin ist, muss man sich halt schon so an das Glas stellen, um da reinschauen zu können, richtig? Sonst spiegelt es einfach nur. Ich hätte sie noch, also Sarah noch gefragt, wohin wir dann in diesem Flur müssen. Ja, das ist unterschiedlich. Okay, gut. Dann, was weiß ich, fangen wir einfach mal nach rechts an. Auch Specs. Arbeiten uns langsam mal vor. Ja, wenn im Zweifelsfall den Geräuschen folgen. Wenn ihr die eure Sinne schärft über Auspects, könnt ihr am Ende des Ganges auf der linken Seite aus so einem Raum Fetzen von einem Gespräch wahrnehmen. Dumpf von hinter einer Tür. Wenn ihr die ersten Türen euch anschaut, seht ihr auch, dass die irgendwie gut isoliert sind. Da scheint ein Mann sich mit einer Frau zu unterhalten. Dann machen wir uns auf den Weg dorthin. Leise. Leicht vor. Könnt dann durch das erleuchtete Fenster auf der Seite, könnt ihr sehen, irgendwie eine Art Büroraum. Vor dem Sekretärtisch sitzt eine andere Sarah, die ihr schon ein paar Mal gesehen habt. Eben jene mit dem Cowboy-Hut und den Stiefeln mit den Beinen übereinander geschlagen, etwas zurückgelehnt und Kaugummi kauend. Und hinter dem Schreibtisch mit dem Rücken zu ihr sitzt Frank anscheinend. Man erkennt ihn irgendwie an dem markanten Hinterkopf, der über die Stuhllehne hochgeht. Und hinter ihm ist ein großer Spiegel angebracht. Viel Heimlichkeit bringt jetzt nichts mehr. Ich würde klopfen und die Tür aufmachen. Die rucken beide herum. Und dann hört ihr irgendwie die Sarah rufen: Moment! Mach die Tür auf. Oh, Besuch. Guten Abend. Es ist der Sheriff. Dachte ich mir. Soll ich sie reinlassen? Wenn sie schon mal jetzt hier ist, wird wohl schnell wieder gehen. Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, unser Gespräch ist schon längst überfällig. Na dann. Komme ich mit meiner Entourage rein? Ich habe nur zwei Stühle, vielleicht steht der Rest lieber. Ich glaube, das ist kein Problem. Ronan verbeugt sich leicht. Ja, ich neige auch so leicht den Kopf und ziehe dann meinen Hut kurz ab. Galit senkt auch den Kopf, aber sie verbeugt sich nicht wirklich. Ronan macht mal einen Wurf auf Wits Awareness. Wits Awareness. Gegen die Schwierigkeit von 6. Gleich darf Sam danach auch noch. Wo habe ich denn Awareness? Da habe ich Awareness. Wenn das mal der Wurf von gerade gewesen wäre. Auch Wits und Awareness? Ja, warte noch, bis wir fertig sind.
Kein Problem. Zwei Erfolge. Wird mal rerollen mit Willpower. Mhm. Wie viel konnte ich? Kannst nur noch drei, das heißt, du wirst es auf jeden Fall nicht schaffen. Schwierigkeit 6. Ja, okay. Gut, dann kann ich. Mhm. Okay. Was verschafft mir die Ehre? Wir sind immer noch dabei, dieser Sache mit diesem Bastial Brew nachzugehen. Sie können sich erinnern, am Elysium kam die Sprache auch schon darauf. Ja. Schlimme Sache, einem Mitglied meiner Familie. Ich denke, sie ist ja dann irgendwie in guten Händen gewesen, schaut zu Ronan. Er lächelt. Nun, wir sollten ein für alle Mal klären, was es damit auf sich hat. Und warum Ihr Name im Zusammenhang damit fällt. Ich dachte, das wäre geklärt. Oh, das ist bei weitem noch nicht geklärt. Das wäre mir neu. Wir wissen immer noch nicht, wo das Zeug herkommt. Ja, dann fragen Sie Sarah. Mit Sarah haben wir uns unterhalten. Und? Sie hat es nicht hergestellt. Und woher soll ich wissen, wo das herkommt? Nun, Ihr Name stand darauf. Oder es haben alle gesagt, dass es als Geschenk von Ihnen kam. Wir haben Spuren gefunden, die hier auf das Krankenhaus hindeuten. Sie hat sich meine Ressourcen habhaft gemacht. Tja, wir haben sie befragt und darauf geprüft, ob sie uns anlügt. Und das ist nicht der Fall. Also, sie weiß davon nichts oder sie hat damit nichts zu tun. Oder sie denkt, dass sie es nicht weiß. Nun, wenn ich da mal reingrätsche, Fakt ist, dass der Verstand von Sarah dauerhafter Bearbeitung ausgesetzt war. Aha. Na, das erklärt es doch. Es kann allerdings auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Bearbeitung durch sie erfolgt ist. Wir haben gehört, dass es da in der Vergangenheit Differenzen zwischen Ihnen und Sarah gab. Sarah hat so ziemlich mit jedem hier Differenzen. Und wie kommt das? Sie ist einfach eine Persönlichkeit, der man nicht gern begegnet. Ihre Aura ist schon etwas anstrengend. Aber es gibt, es ist so eine Kleinigkeit, Ron schaut mal rüber zu Sam. Dieses ist vielleicht so ein bisschen meine Nachwirkung als Cop, aber wenn alle Beweise auf eine Person hindeuten, das in so erdrückender Art und Weise, ist das sehr häufig eine Inszenierung. Wenn alles zu gut passt und zu offensichtlich ist. Wir möchten einfach wissen, was genau Sache ist, die letzten Lücken klären. Ich wiederhole mich ungern, aber was kann ich dafür tun? Da wäre die Sache mit dieses Getränk und wo es
abgezapft worden ist, Sarah hat keinen Plan von okkulten Symbolen. Aha. Hat sie Ihnen das gesagt? Und überprüft. Haben wir es auch, aber wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass sie durchaus sehr starke Interessen in okkulten Dingen haben. Heißt das, ich bin jetzt verdächtig? Nein, das sind einfache Feststellungen. Gut, mit einer Feststellung kann ich leben. Es dürfte ja auch nun kein Verbrechen sein, sich mit Übernatürlichem zu befassen. Schaut so Richtung Scarlett. Das an und für sich ist kein Verbrechen, nein. Aber uns würde dann trotzdem interessieren, wie diese okkulten Symbole dahin kommen, wenn Sarah sich damit nicht auskennt. Vielleicht hat ihr jemand geholfen? Genug in dieser Stadt, die sich damit auskennen. Und wieder zu Scarlett. Nun wissen Sie, so groß ist der Kreis derjenigen, die sich damit auskennen, und nun auch wieder nicht. Mich hat sie nicht gefragt. Das Ganze wirkt irgendwie, als ob sie bezirzt hätte und das Ganze sich jetzt auf mich dreht, aber es ist sie doch die Verdächtige und nicht ich. Wie gesagt, nachdem Sarah zumindest ihrer Meinung nach die Wahrheit sagt und der Zwist zwischen ihnen beiden altbekannt ist, nun, es kann auch nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sie das Ganze inszeniert haben, um Sarah in Misskredit zu bringen. Sie gehört zur Familie. Normalerweise bin ich sehr darauf bedacht, meine Familie zu schützen. Das habe ich bei ihr eigentlich auch gemacht, bis sie mich ausgenutzt hat. Inwiefern hat sie sie denn ausgenutzt? Sagte ich doch schon, sie hat meine Ressourcen benutzt, um dieses Zeugs unter die Leute zu bringen. Man könnte genauso gut sagen, dass sie sie angewiesen haben, das Zeug unter die Leute zu bringen. Könnte man, wenn man dafür Beweise hätte. Qualichi, so wenn du mal möchtest, kannst du Composure und Abterfuge gegenwürfeln. Mhm. Er lügt wie am Spieß. Aber ist jetzt auch nichts Neues. Bruce würde sich übrigens in der Zwischenzeit, wenn die beiden, wenn die halt alle reden, ich würde mir mal diesen riesigen Spiegel angucken, weil er da auch Ronan etwas von gefaselt hatte. Den habe ich bewusst nicht angeguckt. Und dann Bruce, weil er da gar keine Ahnung von hat. Siehst du im Spiegelbild euch und vielleicht im ersten Augenblick schreckst du zurück. Weil alle siehst du im Spiegel ganz normal, außer Scarlett. Die sieht aus, als wäre sie ein Monster schlechthin. Also Scarlett kann ja gerade noch mal beschreiben, wie das Spiegelbild aussieht. Also bei den La Sombra ist es so, es ist schon die Struktur eines, also du siehst noch, das ist ein Mensch, der sich da abbildet, aber ist halt schwarz wie so wabernde Schatten. Und die sich auch teilweise immer die Form so ein bisschen verändern und die Augen sind glühend rot. Also quasi dieses Monster, was du immer unterm Bett gesucht hast. Und ihr Gesicht ist abgezogen. Ja. Auch für die anderen? Voll geil. Birgt, die sehen das auch so geil. Und wirkt ein, ja, also als ob jemand sie irgendwie das Gesicht ausgeschnitten hätte und das blanke Fleisch darunter zum Vorschein kommt. Ist ja krass. Wer hat dann das gemacht? Nice. Ja, also während da Ronan, Sam und Frank sich so unterhalten, schaue ich mir wie so ein bisschen das Zimmer halt an, weil
da jetzt nicht so viel zu beizutragen. Dann schaue ich halt auf diesen Spiegel und dann so ein schreck so kurz auf und dann schaue ich mir dieses Gestalt an. Ja, so, da sitzt Scarlett. Dann schaue ich mal, also ich schaue so in Scarletts Richtung, aber ich gehe mal davon aus, du wirst sitzen, oder? Ich sitze ja, also wenn sich kein anderer hingesetzt hat, hat sich Scarlett so hingesetzt und ich bin auch ganz interessiert an diesem Spiegel, also. Ja, und dann probiere ich mich irgendwie so nach so ein paar Momenten mal zu lösen und dann gucke ich mal zu der anderen Sarah, wie die sich gerade verhält. Ja, mach mal Wits Awareness. Ja. Doch. Ein. Ein Erfolg? Das ist ja niedlich. Ja. Die steht da an die Wand gelehnt. Ganz cool, leger, ganz leger an der Tür. Cool wie ein Cowboy. Mhm. Okay. Den ja. Kaugummi. Also Ronan wird sich dann so kurz an die Stirn fassen. So, dann hier diese Telepathen-Geste machen sich hier so einmal kratzen. Beugt sich dann zu Sam vor. Lügt wie gedruckt. Nun, Sie können uns auch einfach sagen, wer Ihnen den Auftrag dafür erteilt hat. Für was? Für die Sache mit dem Baseball Brew? Ich war's nicht. Hatten wir doch jetzt gerade schon. Naja, Ihnen hat jemand einen Auftrag dafür erteilt, also waren Sie es ja nicht. Wenn Sie uns einfach sagen, wer Ihr Auftraggeber ist, gebe ich das gerne so an den Prinzen weiter, dass Sie selber nur als Werkzeug benutzt worden sind. Und dass Sie und Sarah ganz heimtückisch von jemand gegeneinander ausgespielt worden sind. Also bin ich jetzt doch verdächtig. Vielleicht ein Opfer. Eben. Sie müssen deswegen nicht beschämt sein. Ich meine, sowas passiert den Besten. Ausgenutzt zu werden. Meine Aussage steht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich frage mich. Ron Hens denkt sich, der wird es bereuen, schaut zum Spiegel rüber. Macht wirklich diesen hier, als er Scarlett sieht. Dann frage ich mich allerdings, wie Alistair Webb in diese Gleichung passt. Zuckt kurz zusammen. Ah, der Name ist Ihnen vertraut, sehr schön. Immer dieselbe Reaktion, egal wie man fragt. Ah, bei Sarah war es ausgeprägter als bei ihm. Das stimmt. Aber er ist auch schon ein bisschen älter, hat wahrscheinlich mehr Übung. Also. Bitte? Wissen Sie, können wir einfach mit diesen Spielereien aufhören? Der Name Alistair Webb scheint Ihnen nicht unbekannt zu sein. Bishelbrew, Alistair Webb, klingelt da was? Woher wissen Sie denn von dem Namen? Ich habe meine Quellen. Oh, wir wissen die sind natürlich Betty. Geheim. Wir wissen auch von Betty. Ja. Lächeln. Und zieht so ein bisschen die Augen. Und wir wissen auch, was sie hüten und was unter der Stadt ist. Hm. Und deswegen, was machen Sie mit dem Wissen? Tja, das wird gerade evaluiert. Mit welchem Ergebnis? Das hängt jetzt von Ihnen ab, Frank. Hm. Und in was muss ich tun, um es in welche Richtung zu bewegen? So sagen wir jetzt erstes Mal, wir sind nicht Ihr Feind.
aber das ist alles ein extremes Sicherheitsrisiko. Mach nochmal Wits Awareness. Mhm. Ein Teil von mir will das nicht. Ich versuch's nochmal. Jetzt sind sogar 2 Zehner, das heißt, du hast nur noch 2 Erfolge mehr. Ne? Ja. Und es ist ein Beast. Mit. Ja, es ist ja schon einige Male passiert und jetzt passiert es wieder. Das Atmen hört auf. Die Augen fangen an, leicht grün zu glimmen. Die Zähne kommen leicht raus. Ron nimmt eine leicht geduckte Haltung ein, wie ein Raubtier, was nicht angreifen will, aber was halt etwas wittert und sich vorbereitet, entweder auf Flucht oder auf Angriff, je nachdem, was als nächstes erfolgt. Fängt dann zu schnüffeln. Und ich schlage vor, jetzt wird richtig ausgepackt. Du nimmst wahr, wie er kurz von zwischen euch und Sarah an der Tür hin und her schaut. Schaust dann über den Spiegel wahrscheinlich in ihre Richtung und entdeckst unter dem Schatten ihres Cowboyhuts eine Eigenartigkeit, die sonst noch nie aufgefallen ist. Die ist dir schon öfter über den Weg gelaufen bisher. Aber bis jetzt hast du es nie so gemerkt. Sie scheint eine Narbe zu haben. Eine ganz dünne, feine Narbe, durch die sich durch das Gesicht zieht. Die Augen werden größer und er zuckt zu Sarah rum und knurrt. Bruce macht die Tür zu. Sarah steht an der Tür, schiebt so den Cowboyhut nach oben. Der knurrt richtig. Mach die Tür zu. Sarah greift rüber zu dem Schloss, schließt zu. Schnipp dir den Schlüssel rüber. Zeichnet. Und er macht das nach. Jetzt, wo der Ronan es andeutet und sie so ein bisschen den Kopf dreht, könnt ihr das alles alle erkennen. Interessant. Nun, Frank, wollen wir jetzt endlich reden? Oder spielen wir weiter Spielchen? Ja, Frank, rede. Auf einmal? Und wir sind jetzt einmal schon mal hier. Warum nicht? Vielleicht helfen sie ja wirklich. Ich habe übrigens fast keine Willpower. Also ihr wollt ihn rauslassen. Wir wollen wissen, wie das hier alles zusammenhängt. Wie es dazu kam. Mit dieser Kuppel. Mit diesen ganzen seltsamen Dingen, die hier in dieser Stadt geschehen und getan werden. Die Kuppel sperrt ihn ein. Die Experimente. Sie haben ihn da platziert. Wer? Der Orden. Welcher Orden? Der Orden.
würde ich schnell zu Ronan gucken. Die Tremere? Das, was vor den Tremere war. Magier. Musste aus der Zeit gerissen werden. Haben sie gesagt. Aber sie können ihn nicht irgendwo platzieren. Hinterm Mond oder so. Irgendwo ist sie, sie sind zu neugierig. Das heißt, sie haben ihn irgendwo platziert, wo man noch an ihn rankommen kann. Ja. Unter meiner Stadt. Und dann reden sie mit mir. Also nicht der Orden, aber sie. Von draußen, die von draußen. Die wollen, dass er zurückkommt. Warum ist die Wahl ausgerechnet auf diese Stadt gefallen? Weil sie abgelegen ist. Und ihr hattet nichts Besseres zu tun, als seine Kräfte für irgendwelche Experimente zu missbrauchen? Welche Experimente? Ich habe niemanden missbraucht. Er ist ja noch gefangen. Ich will ihn hier rauslassen und die Kuppel zerstören. Du hast niemanden missbraucht? Nein. Sicher? Ja. Ich habe da andere Dinge gehört. Von wem? Von meinem Erschaffer. Ihr habt doch da zusammen so eine Kleinigkeit gemacht. Ist schon eine Weile her, aber... Er forscht an Wiedergeburt. Das war mein erster Versuch. Dafür sprang noch jemand über die Klippe. Schaut mal zu Scarlett drüber. Scarlett sitzt da noch ganz ruhig. Also mit so richtig ausdruckslosem Gesicht. Lass mich raten, es hätte nicht funktioniert, wenn nicht er hier unter der Stadt wäre und ihr irgendwie seine Kräfte mitbenutzen würdet. Ich kann seine Kräfte nicht benutzen. Noch nicht. Wie soll euch das dann gelungen sein? Was? Du? Das war ich nicht, das war dein Erschaffer. Soweit ich weiß, warst du mit daran beteiligt. Ich hab ihm nur in die richtige Richtung geschubst. Und was hattest du davon? Und wenn es geklappt hätte, hätte ich es mit ihm gemacht. Und dann hätte ich ihn auf diese Weise befreit. Du bist ein widerlicher Scheißkerl. Nein. Doch. Ich habe nur eine Vision. Das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Vielleicht ist das besser so, meint Sarah von der Tür. Es läuft die Zeit davon. Ja, läuft uns allen. Sie wissen davon. Mhm. Das heißt, wir müssen schneller handeln und jetzt sprechen sie so nebeneinander. Also Frank fängt an, den Satz und Sarah vollendet den Satz. Ja, ab den Schlüssel, wenn ich richtig informiert bin. Lasst ihn raus. Wieso sollten wir das? Damit das alles hier ein Ende hat. Und weil sie da draußen das wollen. Das ist schön, wenn sie da draußen, wie auch immer das ist, das wollen. Sie sind nicht hier und stecken nicht in unserer Haut. Doch, sie sind hier und sie schauen die ganze Zeit zu. Ronan dreht sich mal zu dem Spiegel.
ich muss mal was würfeln. Ich habe eine ganz beschissene Idee. Einmal Gesichtswürfel bei Ronan. Rone bewegt sich sehr vorsichtig durch den Raum zu dem Spiegel hin. Kannst du sie nicht hören? Könnt ihr sie nicht hören? Sind ziemlich laut. Ich kann darauf verzichten, irgendwelche Stimmen zu hören. Danke. Keine Stimmen. Was dann? Da. Für die Unwissenden. Wer genau ist da unten, dass er das wert ist, hier eingesperrt zu werden von Alistair Webb? Ja. So mit den Schultern. Was soll jemand verbrochen haben, dass er hier eingekerkert wird? Eingeschlossen von der Dunkelheit. Bruce, nach allem, was Ronan gesehen hat, ist dieser Alistair Webb ein kranker Massenmörder. Der Angesprochene berührt den Spiegel und macht Spirit's Touch. Ja, okay. Ich habe nämlich eine Idee, also Ronan hat eine Idee, ich weiß nicht, ob es dieselbe ist, die ich als Spieler habe, aber das werden wir gleich feststellen. Musst du dafür was würfeln? Habe ich schon. Hast du schon? Wenn die 10 doppelt zählt, sind es 4. Nee, nur dann 2 zählen 10 doppelt. Ah ja, genau, dann 3. Ja, Ronan berührt den Spiegel, dreht so ein bisschen die Augen nach, verdreht die Augen und ist erstmal aus der Realität. Dann scheucht es an. Das weiß ich alles, aber was können wir uns noch über diesen Alistair sagen? Wisst ihr noch mehr? Jetzt spricht nur noch Sarah. Er ist mein Erschaffer. Ich muss ihn retten. Erschaffer. Ich schaue immer von oben bis unten an, wie ist so ihre Haltung? Also, weil sie lehnt immer noch an die Tür gelehnt. Verstehe. Ich probiere mal, gut, ich weiß nicht, ob Ronan da vorsteht, aber ich würde mal durch den Spiegel Richtung Skala gucken. Ich sehe natürlich das Biest, aber ich will mal gucken, ob sich da was verändert gerade. Weiß nicht, Scarlett, verändert sich bei dir irgendwas? Nö, Scarlett sitzt da nach wie vor ganz ruhig gefasst, aber auch ausdruckslos momentan. Ja, und dann beobachte ich auch immer so ganz kurz, was Ronan da jetzt tut. Ronan fängt an, ein bisschen zu zittern und hat halt die Augen verdreht und ist halt irgendwie total weggetreten. Großartig. Fluchte Scheiße. Ich würde versuchen, Ronan einen Kragen zu packen und von dem Spiegel wegzureißen. Ja. Während der paar Sekunden, also vielleicht eine Minute, die du irgendwie Kontakt hattest, bevor Sam dich da wegreißt, tritt Ronan in so eine Art Zwischenwelt ein, siehst irgendwie alles spiegelverkehrt, siehst dich selber, wie du den Spiegel berührst, und dann siehst du aber den Raum, in dem du stehst, der vollgefüllt ist mit ja sehr vielen Leuten, die so dicht gedrängt nebeneinander neben euch stehen. Und die ganze Zeit auf euch einreden.
Und du hörst dann irgendwie die, die Stimmen, wie sie mit euch reden. Hallo, Web. Und ach, die üblichen Serienmörder von nebenan. Tick, tock, tick, tock. Your time is running out. Lass dir raus! Wie scheint es der weiße, gute Mike nicht, wer Sam weiß, wie es scheint, weiß der gute Mike nicht, wer Sam wirklich ist. Schlägt die Hand vor die Stirn. Verbrennen sie alle! 1, 2, Alistair kommt vorbei. 3, 4, verschließt die Tür. Tu es! Quali, du bist ein Genie. Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb. Oh, nicht nur das. Ronan, oh my man! Wonder, welcome to Wonderland. Well played. Er ist vielleicht krank, er ist vielleicht ein Massenmörder, aber er ist kein Kommunist. Und so weiter. Okay, wenn ich da jetzt Eckristen werde, ich glaube, ich mache mal einen Frenzy-Check in dem Moment. Ja. Difficulty bleibt 1. Mhm. Also die. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt. Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb. Bitch slap. Aber er ist kein Kommunist. Ist dann das Letzte, was nach dem Schlag so kommt. Er ist kein Kommunist. Ah, er kann sie auch hören. Sehr schön. Ich bin nicht mehr allein. Großartig. Du musst das machen, was sie tun, was sie sagen. Ronan muss das machen. Sie hören nicht mehr auf, mit dir zu reden, sonst. Wenn du tust, was sie sagen, dann sind sie gut gelaunt. Aber was würfeln? Sie wollen, dass Alistair freikommt. Ja, ja. Also dann kann Sam auf jeden Fall sehen, wie Ronan in seine ihr Kind an den Gürtel greift, wo sie weiß, wo die Knarre sitzt. Er wird sie ziehen und auf den Spiegel schießen. Der Spiegel zersplittert in viele verschiedene Teile. Okay. Scarlett erhebt sich jetzt. Können wir das ganze Theater hier bitte lassen? Ich meine, der eine fasst einen Spiegel an und erschießt ihn danach. Was läuft hier eigentlich? Sarah von der Tür meint, wir wollen alle Alistair freilassen. Hervorragend. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt losgehen, das Messer aus dem Safe holen und hier endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Oh, das ist ja hervorragend. Ich schau mal zu der Sarah. Er kann diese Kuppel zerschlagen? Weiß ich nicht, vermutlich nicht, aber dafür haben wir ja die Dünnblüter, nicht wahr? Was sollen die Dünnblüter da bringen? Sie soll nach draußen geschickt werden, durch die Barriere. Wie Prenava sagte, jeder, der versucht, durch die Barriere zu kommen, schwächt sie. Eine Armee, die diese Kuppe zerschlagen wird. Schlau, nicht wahr? War meine Idee. Wir müssen nicht mal das wertvolle Kainitenblut dafür benutzen. Schau mal in Richtung Ronan. Ronan. Ihn hat die Sprache verschlagen. Gerade war es wieder okay. Er hatte die Knarre gesenkt und sich so ein bisschen beruhigt, auch als Scarlett aufgestanden ist. Aber als er das jetzt raushaut, fangen die Augen wieder richtig an zu glimmen.
Okay, ich hole das Messer und ihr tut, was immer auch ihr hier gerade tut. Und Scarlett dreht sich um Richtung Tür. Scarlett? Ja? Es ist immer noch mein Safe, in dem das Messer liegt. Das ist korrekt. Ist das ein Problem? Ich halte es immer noch nicht für gut, einen irren Massenmörder einfach freizulassen. Vor allem mit der Perspektive, dass er aus dieser Stadt hier verschwinden kann. Scarlett, ist dir klar, was wir da vielleicht auf die Menschheit loslassen? Ist dir klar, was wir sind? Was wir bereits für diese Menschheit bedeuten? Aber wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um. Er wird die Stadt verlassen. Ich glaube nicht, dass es ihn in diesem kleinen Café fällt. Wir sind ihn los. Wir haben das Problem nicht. Das ist keine Lösung. Ronan, der Weltenretter. Du kannst ihm gerne hinterherreisen und versuchen, ihn aufzuhalten. Nein, ich werde nur verhindern, dass irgendjemand ihn jetzt befreit. Binblüter. Du sagst das so. Das sind Kinder. Man hört so richtig tiefes Grollen aus der Magengegend von Bruce. Und da kommen auch zum ersten Mal diese richtig großen Fangzähne jetzt raus. Das können wir nicht machen. Du kannst was nicht, spät, Bruce. Kannst was nicht machen. Sie sind bereits gewandelt. Wenn sie nicht in die Barriere geschickt werden, kann ich dir versichern, dass unser Sheriff dafür sorgen wird, dass sie bald nicht mehr unter uns weinen. Es ist ein Akt der Barmherzigkeit. Lass sie doch wenigstens etwas Sinnvolles tun mit ihrem Unleben. Ach, der Barmherzigkeit. Da müssen wir einen anderen Weg finden, wie auch immer. Scheißegal, das machen wir nicht. Kinder. Ronan stellt sich zu Bruce. Die Kinder sind bereits tot. Bruce, sieh den Tatsachen ins Auge. Monster wie euch jetzt, Mann! Sie sind vielleicht tot. Aber wir können so ein Monster nicht auf die Welt loslassen. Und wir haben eine Wahl. Glaubst du, er ist das einzige Monster da draußen? Nein. Sam, wach auf. Weißt du, wie viele Alte unter uns weilen? Weißt du, wie viele alte Kainiten Intrigen spinnen, wo du nicht mal weißt, dass sie da sind, wo sie unter der Stadt einfach schlafen? Sarah. Ich weiß von dem hier und ich weiß, dass wir verhindern können, dass der diese Stadt verlässt. Sarah atmet einmal tief ein und aus. Wisst ihr, vor wem die Alten Angst haben? Du wirst es uns sicher gleich sagen, Herzchen. Nun, vor meinem Erschaffer. Also wenn ihr die alten Vampire, diese unmenschlichen Dinger im Schach halten wollt, dann befreit ihn. Gleicht die Waage wieder aus. Das sichert uns, dass er nicht einfach auf irgendwelche Leute hier in der Stadt losgeht. Er hat seine Prinzipien. Großartig. Du bist gemutet. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. So darf man nicht denken. Und ich bin nicht bereit, so zu denken. Vielleicht in 100 oder 150 Jahren. Dein Denken ist etwas eingeschränkt. Jetzt reden sie wieder so. Zweifach. Vielleicht sind wir schon längst verdammt. Vielleicht hat das alles keinen Sinn. Aber solange ich etwas für mein Gewissen tun kann, tue ich das auch. Und das hundert- oder dutzendfache Opfern von Unschuldigen. Das ist eine bessere Idee. Darf niemals ein Mittel sein. Ich rieche förmlich, wie ihr beide hier raus wollt. Genauso wie Alistair. Ihr seid genauso gefangen. Es muss doch einen anderen Weg geben, hier rauszukommen. Und so jemanden freizulassen, ist nichts anderes, als die Schuld umzulagern. Von sich zu weisen. Schuld ist ein ziemlich altes Prinzip, was
an dieser Stelle nicht greift. Entschuldigung, ich bin Katholik und Ire. Dann hör auf, Katholik und Ire zu sein. Sei Franzose und Agnostiker. Klack. Das Klack? Entsichert die Waffe. Sind Feuerwaffen ziemlich barbarisch. Messer sind persönlicher. Hm? Schon. Also, ich denke, wir haben jetzt hier... Die Pistole ist eigentlich für die Leute, die feige sind. Och, halt doch einfach die Fresse. Ich denke, wir haben jetzt hier einen endgültigen Entscheidungspunkt. Bruce? Warum sollen wir ihn freilassen? Weil er die Sachen, weil er die Weltordnung wiederherstellt. Und weil es Unrecht ist, ihn eingefangen zu halten. Welche Weltordnung? Das Gleichgewicht, Yin und Yang. Und wenn er dann die ganzen alten getötet hat, was macht er dann? Er sagt, dass er sie tötet. Er sagt, dass er überhaupt jemand tötet. Ich glaube, er hat gar kein Interesse daran, möglichst viele zu töten. Was will er dann? Und warum hat er dann in der Vergangenheit getötet? Mein Erschaffer ist eigentlich daran interessiert, dass möglichst viele Menschen leben. Man könnte sagen, er ist ein Menschenfreund. Ich bitte dich. Was Vampire angeht, ist das ein etwas anders gewichtet. Denn wir sind eigentlich die, die uns von der Menschheit ernähren. Da kommt wieder ein Würfel geflogen. Eine Frage, ist sie aus dem Weg gegangen, Sarah, als ich sage, ich möchte raus und das Messer holen? Ist aus dem Weg gegangen, aber sie hat einen Schlüssel für die Tür ja nicht. Den hat Bruce. Das ist, glaube ich, der Tür egal, wenn Scarlett mit Stärke 3 da die Tür aufmachen möchte. Also Sarah ist aus dem Weg gegangen, ja. Ja, nö, dann ist Scarlett, würde die Klinke runterdrücken und versuchen, die Tür aufzubrechen. Mitsamt Frums. Machen wir mal Strength Brawl. Yes, biete, biete, biete. Oder warte mal, vielleicht kommt Bruce zuerst. Was sagt dein grinsender Würfel, Bruce? Die Zähne ziehen sich wieder rein. Und er denkt so ein bisschen drüber nach und kratzt sich wahrscheinlich sogar mit. Da muss ich verwürfeln. Scheißegal. Kratzt mir so ein wenig über den Kopf. Der scheint gerade wirklich nachzudenken. Müssen es denn die Kinder sein? Wer garantiert, dass er nicht irgendwen tötet hier? Und wer garantiert, dass du keinen tötest? Ich kann selber auf mich versuchen aufzupassen. Das kann er auch. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich mir bei dir auch nicht und er sich bei dir auch nicht. Ja, und Bruce, Augen zucken wirklich so von einer Seite zur anderen Seite und er überlegt gerade ganz, ganz stark. Gibt es denn gar keine andere Möglichkeit? Und
Der massiert so richtig die Schläfen, so mit seinen wahrscheinlich ausgefahrenen Klauen so richtig. Also reibt so richtig in seinen Kopf und dann. Man sieht halt so einen inneren Konflikt schon, so, aber denk gerade nach und wirklich die Augen zucken so von einer zur anderen Seite. Weil offensichtlich gab es da wohl gerade doch einen ganz guten Punkt für ihn. Wahrscheinlich gucke ich auch immer mal so wieder Fragen zu Ronan rüber. Dann wieder zurück. Gemutet. Also wenn Scarlett sich tatsächlich jetzt anschickt, das ist jetzt halt die Frage, wiefern das gleichzeitig passiert oder zeitversetzt. Wenn seine Tür rütteln würde, Ron tatsächlich einen Warnschuss neben Scarlett's Kopf setzen. Die Frage, reichen die drei Erfolge? Ist gemutet. Ja, drei Erfolge reichen, macht einmal dickes Knack und dann kommt der Schuss und schlägt in die Wand ein. Schießen ist was für Feiglinge, Ronan. Und sie drückt die Tür auf. Sie einen Headshot. Sorry, das geht nicht. Also es kann jetzt, also ich lasse euch jetzt die Wahl, dass irgendjemand was macht. Ja. Bleib da, Scarlett. Aber das ist halt jetzt, er hat dann neben, also er hat ja den Schuss abgegeben und jetzt wandert die Hand direkt dahin, die ganze Haltung wird locker, spannt sich dann an, legt die Hand zur Sicherung drunter und ziert auf den Kopf. Die Zeit für große Parolen sind vorbei. Frank stellt sich direkt vor die Pistole. Scarlett geht weiter. Sie holt jetzt das Messer. Wag es nicht, einfach so an meinen Safe zu gehen. Keine Sorge, dein Tagebuch werde ich nicht anrühren. Ich werde schießen. Der Schuss aus der Waffe löst sich. Kugeln schlagen in Frank ein. Der bricht erstmal. Zuckt zurück. Schaut dann so nach unten. Mehrere Schusslöcher im Körper. Wird ihn jetzt nicht wirklich sehr aufhalten, aber... Und dann, wie gesagt, würde Ronan versuchen, an ihm vorbeizukommen und hinter Scarlett herzuhechten. Bruce, greif mal nach deiner Schulter. Versuch dich so festzuhalten. Na, du bist stärker als er. Sarah ruft dann, ist hier das Monster. Okay, dann würde Sam sich jetzt mal Sarah packen und auch die Augen fangen an zu leuchten. Sie zeigt die Zähne und brüllt sie an, sei ruhig. So. Da. Mit zwei Erfolgen. Mhm. Und sie kann mit Composure Resolve dagegen würfeln. Zug zurück. Hat sie es nicht geschafft? Interessant. Was will Alistair? Raus. Warum? Weil er gerne frei ist. So und wie was du will auch. Er von mir? Weiß nicht. Ich habe gedacht, du weißt alles. Du kennst ihn. Er ist mein Erschaffer.
Frank schaut so nach unten. Das tut echt weh. Ach, halt die Schnauze, dann würde ich ihm einen Tritt verpassen. Er stolpert zur Seite, sinkt dann so an der Wand entlang nach unten. Sarah so, ach Frank. Sie wieso wollten das aber dein, doch so. Wieso stalkt dein Erzeuger meinen Erzeuger schon seit Ewigkeiten? Wir lassen ihn frei und du fragst ihn. Ich will das von dir wissen. Aber ich weiß es nicht. Weißt du alles, was dein Erschaffer gemacht hat? Nein, leider nicht, weil wegen den Dingen, die in dieser verfickten Stadt passiert sind, ihm ständig das Gedächtnis gelöscht wurde und er deshalb am Ende nicht mal mehr wusste wirklich, wer er ist. Tragisch. Ich denke, ich weiß jemanden, der alles aufklären kann. Nur leider ist der durch unmenschliche Aktionen in... Komm mir jetzt bitte nicht mit unmenschlich. Ja, ist... Wie würdest du das nennen, wenn man dich aus der Realität entfernt? Es wäre vielleicht besser, wenn jeder von uns aus der Realität entfernt werden würde. Dann fang an. Frank, kannst du ihn noch nicht leiden. Er leidet. Lösch ihn. Das würde ich nur zu gerne tun. Das hält nur dich wenn auf. Ich jetzt auch noch anfange, die Spielregeln mit Füßen zu treten. Welche Spielregeln? Wer hat sie festgesetzt? Soweit ich weiß, haben wir sie als Gesellschaft für uns festgesetzt. Du warst dabei und hast gesagt, ich möchte gerne... Nein, ich sehe es an deinen Augen. Und so wie du mich gerade angesehen hast, du willst nicht nach den Spielregeln spielen. Ich will aber auch keine vollständige Anarchie haben. Du willst frei sein. Und du willst wissen, was mit dir passiert ist. Das möchte ich sehr gerne, aber ich möchte dafür keinen beliebigen Preis bezahlen. Alles hat seinen Preis in dieser Welt. Weißt du, ich verzichte lieber darauf, bevor ich einen zu hohen Preis dafür bezahle. Dann weiß ich es eben nicht. Gut. Es war nur ein Angebot. Frank, was Frank, soll das? Frank da unten dann... Kann mir mal jemand hochhelfen? Bruce schaut so ganz apathisch so einfach irgendwo auf den Fleck auf dem Boden und schüttelt dabei so ein bisschen den Kopf. Dabei werden die Augen so leicht rötlich von dem Blut, was sich darin sammelt. Können nicht alle sicher sein. Wir können nicht alle retten. Wir müssen das versuchen mit... Wir werden niemals frei sein hier drin. Wir werden niemals frei sein. Du vertraust den Worten von Wahnsinnigen? Ali, wir haben dich gerade nicht gehört. Richtig, wir werden nicht frei sein. Sie werden immer da sein. Immer. Und das ist nur der Anfang. Du weißt, was kommt. Wenn der Platz frei ist und dann... Schütteln nur den Kopf. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, freizukommen. Das weißt du nicht. Du weißt gar nichts. Niemand hier weiß irgendwas. Alle glauben, irgendwas zu wissen, was ihnen ein verdrehter Verstand eingetrichtert hat. Und du glaubst das nur zu wissen oder weißt du es? Die da draußen wissen alles. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und das ist zu wenig, um ein Urteil zu fällen, das solche Konsequenzen hat.
Lieber suche ich 100 Jahre nach einer anderen Möglichkeit, als meine Seele zu gefährden, als das letzte Menschliche auszulöschen, was ich habe. Und darauf läuft es hinaus, wenn wir solche Entscheidungen treffen. Hundert Jahre haben wir keine Zeit. Die Uhr läuft ab. Ja, richtig. Wir müssen das versuchen. Und wenn er aus der Stadt raus ist und die anderen reinkommen, was dann? Machst du das Spielchen dann noch 2, 3, 4 Mal mit allen, die nachrücken? Wenn diese Kuppel weg ist, dann sind wir frei. Wir alle. Das ist das, was ich immer wollte. Und deine persönliche Freiheit, dein persönlicher Egoismus ist größer als der von anderen? Nicht meine. Nicht meine. Einmal noch den Himmel an der Küste sehen. Das habe ich ihr versprochen. Und er zittert so richtig und mein Griff wird auf jeden Fall lockerer, deine Schulter. Einmal frei weißt sein. Du, und weißt du, was ich ihr und meinem toten Kind versprochen habe? Niemals den leichten Weg zu gehen. Niemals den offensichtlichen Weg zu wählen. Nur weil er vermeintlich der einfachste ist. Der hat mich umgebracht, dieser Weg. Lass dich los. Ich wisch mir so die Tränen aus den Augen. Ich respektiere das, Ronan. Aber kann diese Möglichkeit nicht einfach verstreichen lassen. Das geht nicht. Klack. Er sichert die Waffe. Ja, ich lasse sie auch jetzt komplett los. Es ist eh zu spät, ich kann sie nicht mehr einholen. Wir müssen das versuchen. Du weißt, dass dadurch noch viel mehr solche Kinder sterben können? Es ist, ihr Blut klebt an deinen Händen, Bruce. Können. Müssen. Vielleicht tun sie das auch nicht. Wer weiß das schon. Wir alle müssen irgendwann einmal sterben. Ronan atmet tatsächlich einmal tief durch, zögert dann kurz und legt dann seine Hand tatsächlich auf Bruce' Schulter. Nicht alle retten. Das funktioniert nicht. Das habe ich versucht. Es funktioniert nicht. Du kannst nie alle retten, aber wir hätten wenigstens versuchen können, einige zu retten. Vielleicht retten wir einige genau dadurch. Ich weiß, was du meinst, Bruce. Wir können das nicht. Ich weiß das wirklich. Aber ich halte das für den größten Fehler, den wir machen können. Aber ich kann es nicht mehr aufhalten. Aber zumindest weiß ich jetzt. Und er seufzt kurz. Auf wen man sich verlassen kann und auf wen nicht. Ronan geht. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Das Einzige, was ich euch anbiete, ist Freiheit. Ach, und es gibt keine Freiheit. Du hast es sie gab nie Freiheit. Du hast sie nur noch nie geschmeckt. Nein, seit wir, jeder einzelne von uns verwandelt worden sind, gibt es für uns sowas wie Freiheit nicht mehr. Du musst dir Freiheiten nehmen, Sam. Los.
Lass die ganzen Dinge beiseite. Sekten, Clans. Weißt du was? Halt einfach die Fresse. Ich hab's dir schon ein paar Mal gesagt. Gut. Dann verzieh dich. Lauf Scarlett hinterher. Warum? Sie macht das, was ich will. Ja, du willst doch sicher deinen Erschaffer persönlich begrüßen können. Auch das werde ich schon noch machen. Pack dich! Ich kümmere mich um Frank. Ihm geht's nicht gut, wie du siehst. Er wird's auch alleine schaffen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was macht der Sheriff mit einem Angriff gegen einen Primogen, der unbewaffnet vor ihm stand? Das ist meine Sache. Regeln. Geh. Ja, würde ich auch gehen. Ja, Bruce und Ronan gehen auch. Ich bin ja schon als erstes so losgestöpft. Ja, es steht nur noch Bruce da. Er wird auch erstmal noch mal einen Moment da sitzen bleiben. Guckt so auf seine Hand, auf die Klaue, die er ausgefahren hat und auf sein Blut, was wahrscheinlich gerade noch so darunter tropft. Sarah kommt so ganz nah an dich dran, legt dir so die Hand auf die Schulter. Du kannst immer der sein, der du sein möchtest. Es geht nicht um mich. Jemand sagte mal zu mir, ich kann nicht alle retten. Ich will die retten, die ich liebe. Das kann ich nicht, wenn wir hier für immer gefangen sind. Wir können hier nicht sicher sein. Sicher sind wir, wenn wir frei sind. Ich möchte, dass keiner dafür, gerade nicht die Kinder. Gibt es denn wirklich keinen anderen Weg? Weiß er nicht irgendwas anderes, dieser Web. Er ist gefangen, er kann nicht mit mir reden. Die Tremere verhindern, dass wir den Spalt nutzen, der jetzt da ist. Vielleicht schafft Scarlett es dadurch, nein. Steh auf, recht schnell. Solltest Scarlett helfen? Ich denke, sie braucht deine Hilfe. Geh dann auch raus. Beachte das jetzt gar nicht. Ja, Bruce verlässt das Zimmer. Alle anderen sind auch weg. Was die Zuschauer noch sehen, ist, dass Sarah rübergeht zu Frank. Ihre Handtasche von neben dem Tisch nimmt, die Handtasche öffnet, ein großes Messer herauszieht und Frank tötet. Ihm langsam und bedächtig das Gesicht abzieht und das auf ihr eigenes setzt. Frank geht in Asche auf. Nun, draußen fährt Scarlett mit dem Wagen weg, oder was macht Scarlett? Ja, also Scarlett wäre jetzt nicht mal gerannt oder sowas. Sie wäre halt nur energisch nach draußen gegangen, Treppe nach unten. Wenn die andere Sarah dann noch irgendwo steht, einmal den hier gemacht. Alles klar? Alles bestens.
Und dann würde ich zu meinem Auto gehen, mich reinsetzen und losfahren. Ein paar Minuten später kommen Ronan, Sam und mit etwas Abstand Bruce. Alles gut gelaufen? Habt ihr ihn erwischt? Ronans Gesicht ist Eis. Alles gut? Hallo? Scheinbar wurde sich entschieden. Hä? Sarah, ich glaube, es knallt in den nächsten Stunden. Okay. Kann ich helfen? Rette dich. Wo ist Jelly? Keine Ahnung. Ja, dann läuft sie an dir vorbei nach draußen. Vielleicht könnte ich die noch retten. Ja, dann steht ihr drei dann irgendwann vor dem Krankenhaus. Auto ist weg. Ronan lehnt sich dann an einen Laternenpfahl und zündet sich eine Zigarette an. Sam würde einfach weiterlaufen. Läuft an Ronan vorbei. Ja, wir haben mit Scarlets Wagen gefahren, sind da natürlich auch jetzt kein Auto sonst dabei. Bruce wird eher irgendwie in diesem Treppenhaus bleiben oder irgendwie das Krankenhaus verlassen oder so, damit irgendwo in so einer Ecke sitzen bleiben oder so, so zusammengesackt. Dann läuft irgendwann Frank an dir vorbei. Beachte ich nicht in dem Moment. Taxi. Gut, Taxi. Ronan fährt zu Veronica. Also zu dem Bunkerkomplex. Ja. Mit Sam und Bruce oder ohne Bruce? Sam ist gelaufen. Wo läufst du hin? Zu dem alten Bürogebäude. Mhm. Ja, das ist gar nicht so weit weg vom Hospital. Was tut Sam da? Also es ist zumindest nicht so weit weg wie dein Club. Die setzt sich einfach irgendwo hin und überlegt noch, ob sie zur Stadtgrenze geht oder nicht. Mhm. Bruce bleibt in der Klinik sitzen. Ich werde dann irgendwann, wahrscheinlich schon Minuten, wenn Frank da schon raus ist oder Frank da raus ist, werde ich dann einfach nur an dir vorbeigelaufen. Also. Ja, genau. Aber hab das nicht verfolgt. Werde ich einfach auch nach draußen gehen und wahrscheinlich auch in Richtung dieses Bunkerkomplexes mich aufmachen. Ja, Scarlett kommt irgendwann im Club an. Ja, würde ganz normal reingehen und die Treppe hoch zum Büro. Ich denke nicht, dass sich da groß einer aufhält, aber das Büro müsste abgeschlossen sein, ne? Vermutlich gehe ich von aus. Würde ich den gleichen Türöffner-Trick machen wie vorhin. Mhm. Strength Brawl. So. Reichen zwei Erfolge? Wird wahrscheinlich ein Stückchen länger dauern, aber. Ja, und dann würde ich zu dem Safe rübergehen.
und würde versuchen, mit meinen Tentakeln, also die zu beschwören. Dementsprechend erstmal Rouse-Check. Mhm. Okay, ich krieg mehr Hunger. Du. Und ja, würde halt die Tentakeln beschwören und den quasi wieder genau in das Scharnier so einfädeln, dass die jetzt quasi die Safe-Tür aufdrücken mit massiver Gewalt. Mhm. Ja, das gibt dann irgendwann so ein knirschendes Geräusch. Und dann erscheint in der Tür zum Büro dann einer der Angestellten. Verzeihung? Ja, ich würde ihn soweit ignorieren und ich gucke präzise nach dem Messer. Ich weiß ja, wie es aussieht. Ja, liegt es da noch, Sam? Jo. Liegt da noch. Mhm. Entschuldigung, das ist privat. Ich weiß. Ich nehme das Messer, stecke es ein, schließe den Safe wieder. Ich bin auch wieder weg. Ich glaube nicht, dass Sie das haben dürfen, Ma'am. Glauben Sie mir, es ist wichtig. Ich kann sie hier nicht rauslassen mit dem... das ist von... Ich weiß. Aber tun Sie uns beiden einen Gefallen und gehen Sie einfach nach unten. Nein. Ich werde das nachher mit Ihrer Chefin höchst selbst klären. Nein, ich kann sie nicht rauslassen. Dann ist das so ein kurzes, so... Geben Sie mir das Ding, was Sie daraus genommen haben. Ja, und dann würde ich den guten Kerl... gestattest du mir, die Tentakel noch zu benutzen, die ich für den Safe benutzt habe, oder sind die wieder weg? Also wenn die noch da waren, dann wird er definitiv ja was gesehen haben davon. Also da habe ich jetzt davon ausgegangen, dass die wieder weg waren. Nee, dann würde Scarlett auf ihn zugehen und ja, wenn er irgendwie Anstalten macht, sie anzugreifen, nach dem Arm packen und versuchen, ihn einfach so rum, also so zur Seite zu ziehen, dass sie durch die Tür gehen kann. Also jetzt nicht mit der Absicht, ihn ernsthaft zu verletzen. Ja. Was zum... Die kleine graue Bibliotheksmaus ist ein bisschen kräftiger, als sie aussieht. Wie gesagt, ich kläre das nachher selber mit ihrer Chefin. Was zum... Ja, und dann gehe ich durch und verlasse den Club. Gut. Ja, Ronan kommt irgendwann mit dem Taxi an dem Bunkerkomplex an. Wesentlich früher als Bruce, der ja zu Fuß läuft. Geh direkt rein. Ja, triffst dann unten Nikolas und Veronica und ja, in dem ersten Geschoss halt den Golem. Ding. Hast du Scarlett mitgebracht? Ich denke, sie ist auf dem Weg. Gut. Müssen das irgendwie versiegelt kriegen. Veronica? Ja? Wir haben ein Problem. Welches? Von den vielen? Erstens, Frank hat mehr oder weniger gestanden, hinter allem zu stecken, hinter diesen ganzen komischen Sachen, die passiert sind. Ich wusste es. Dieser Drecksack. Zweitens, wenn Scarlett hier aufkreuzt, wird sie einen okkulten Gegenstand bei sich haben, der in der Lage ist, das Wesen zu befreien, was unter der Stadt haust. Nein, das werden wir verhindern. Ich sage nur, dass sie den Gegenstand dabei hat und sie wird sie nicht freiwillig rausrücken. Na dann zwingen wir sie. Und ich bin mir nicht sicher, ob... sie allein sein wird. Was soll das heißen? Es scheint wirklich so zu sein, dass dort unten ein Malkavianer namens Alistair Webb
gefangen ist, der irgendwie, ich weiß nicht genau wie, mit dem Abyss kommunizieren kann. Und scheinbar halten es die Grahams für eine tolle Idee, den rauszulassen. Und Scarlet teilt diesen Enthusiasmus. Scheiße. Es könnte sein, dass er in der Lage ist, die Barriere zu zerstören. Das wiederum ist gut, glaube ich. Es bleibt allerdings noch immer der Faktor, dass wir es mit einem sehr alten Malkavianer zu tun haben, der völlig unberechenbar ist. Mhm. Ich glaube, wir können Scarlet nicht vertrauen, was diese Sache betrifft. Okay. Wenn du es für eine gute Idee hältst, den auszulassen. Nein. Nein, ich auch überhaupt nicht. Nicht. Ich auch nicht und Sam findet das auch. Gut, wenn der Sheriff auf unserer Seite ist, dann halten wir sie einfach auf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht nicht in Begleitung der Grahams ankommt. Ich dachte, ich warne dich lieber vor. Weil ich kann sie nicht aufhalten und Frank kann ich mit Sicherheit auch nicht aufhalten. Wieso? Weil sie alle Bescheid wissen. Über was? Alle Grahams wissen scheinbar über dieses Ding Bescheid und planen seit Jahren die Rückkehr und manipulieren seit Jahrzehnten systematisch dort und da kleinere Dinge, schüren Unfrieden. Hast du dafür Beweise? Tippt sie so gegen die Stirn? Er lässt sie lesen. Hm. Warte mal. Ja, läuft irgendwie einen Stockwerk wieder nach oben. Nikolas seufzt einmal schwer. Web, sagst du? Hm? Du bist gemutet. Das scheint dir was zu sagen. Flüchtig. Kannte mal wen, der von diesem Namen, was erzählt hat. Aha. Lange her. Einer von unserem Blut, oder? Mhm. Wir halten sie auf, wenn die jetzt hier mit dem ganzen, mit der ganzen Familie ankommt. Kein Kainit tötet einen anderen Kainiten. Es sei denn, es ist eine Blutjagd ausgerufen. Was wiederum nur der Prinz kann. Ja. Gegen Schattententakel bin ich ziemlich machtlos. Könnte mit ein paar Bluttentakeln dienen. Bin allerdings etwas geschwächt, was wegen dem Ritual. Ja. Letztlich, denke ich, müssen wir es drauf ankommen lassen und gucken, wer hier aufkreuzt.
Mhm. Viel vorbereiten können wir nicht. Ja, man hört die hohen Absätze von Veronica wieder über den Flur laufen, kommt zurück und hält so, so eine Art Kästchen in der Hand. Stellt das dann irgendwie in dieses Dreieck, was ihr schon mal für das Ritual benutzt habt. Ich glaube, wir müssen noch einmal dich darum bitten, dass du mitmachst, Ronan. Genau. Er zögert noch nicht mal. Das, was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich ziemlich verboten. Das heißt, wenn wir das hier machen... Habe ich nichts gesehen. Genau. Und ich denke, in der Welt jetzt, es wird gleich ziemlich viele Vorwürfe hageln, aber du weißt am besten Bescheid und du benimmst das Reden. Was soll denn da schief gehen? Stellt dieses Kästchen in die Mitte von dem Dreieck, öffnet es, ist in Samt eingeschlagen und darin liegt ein Snickers-Riegel. Jetzt bin ich verstört. Einfach mitmachen. Das ist ähnlich wie das beim letzten Mal schon war, das Blut sammelt sich wieder. Füllt wieder das Innere des Dreiecks. Dann versinkt diese Schachtel mit dem Snickers-Riegel da drin. Und es bildet sich langsam daraus eine Form, als ob jemand aus dieser einer Blutlache heraussteigt und nimmt Gestalt an. Und hier steht ein junger Mann mit langem, weitem, wallenden Mantel, einem Schlapphut, streicht so, als hätte er Staub auf dem Mantel. Ugh. Was? Bei Kain? Oh. Das war ziemlich ruppig. Ich hoffe, dass ihr habt eine gute Ausrede. Verzeihung, Tobias, das ist wichtig. Was kann so wichtig sein, dass du mich aus hier rüber holst? Nun, du hast mal gesagt, du lässt mir den Riegel da, falls mal irgendwas ist. Ja, und ich hoffe, ihr habt diese Kuppel weggekriegt. Ansonsten komme ich nämlich von hier nicht mehr weg. Nein. Aber wir haben einen Freund von dir, glaube ich, gefunden. Hä? Alistair Webb. Ja, ihm entgleisen alle Gesichtszüge. Ja, und wir schwenken zu Bruce, der durch die Straßen läuft. Ja, der wird so in Richtung dieses Bunkers laufen, aber nicht wirklich konkret dahin, weil in der Nähe, meine ich, ist ja auch so der Rand der Kuppel irgendwo auch. Ja. Also, es wird halt wirklich nicht viel machen, außer sich halt wirklich so vor Ende dieser Kuppel halt stellen soll. Vielleicht sogar neben das Schild. Dann einfach nur mal so nach draußen schauen, quasi. Weil der wird nicht viel machen, der braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ja, dann läufst du irgendwie weiter da, irgendwie Straße für Straße für Straße. Und irgendwann fährt ein Auto an dir vorbei, was dir bekannt vorkommt. Was du mal selbst gefahren hast. Das Taxi oder Scarlets Auto? Weder noch. Das hochwertig. Das ist ein Mercedes, oder? Mhm. Bleib dann auf deiner Höhe stehen, Fenster geht runter und ein dir bekanntes Gesicht schaut nach draußen. Mr. Warren, schön, dass ich Sie zufällig hier treffe.
Ich schaue den an, der wird wahrscheinlich immer noch wahrscheinlich super fertig aussehen. Was wollen Sie denn hier? Nun, ich bin hier weggegangen mit unter den Vorzeichen, dass ich etwas von hier mitnehme, was Ihre Freundin mir gegeben hat. Allerdings hat sie mich ein bisschen reingelegt. Äußerst schade. Brauch mir nicht lesen, ich weiß das. So. Wissen Sie, wo sie ist? Diese Bibliothekarin? Zuck mit den Schultern. Nein. Dann versuche ich es in der Bibliothek. Tun Sie das. Wünsche einen schönen Abend noch, Mr. Warren. Ich gehe einfach wieder weiter in Richtung Wüste. Wie auch immer. Hat Sam ein Telefon inzwischen oder hat die kein Telefon? Mm-mm. Es wurde oft genug gesagt, dass man keine Smartphones, Handys haben sollte. Dann sitzt sie da und grübelt noch weiter alleine. Und Scarlett kommt irgendwann am Bunkerkomplex an. Tatsächlich nicht. Scarlett wäre nicht zum Bunker gegangen. Sondern? Die hat das Messer jetzt geholt und plant ihre nächsten Schritte, weil es war ja eigentlich nicht angedacht, dass es komplett gegen die Gruppe geht. Dementsprechend, sie wird nicht zum Bunker gegangen sein. Tatsächlich, glaube ich, wird sie eher durch die Stadt streifen. Immer dieses Messer so drehend in der Hand. Mhm. Dann läufst du durch die Straßen. Mhm. Durch die Nacht. Überlegend, was die nächsten Schritte sind, genau. Läufst dann irgendwann einer Gestalt über den Weg, die du schon gestern mal gesehen hast, der Typ mit dem Kapuzenpulli. Oh, hi. Den Segen der Nacht. Den Segen der Nacht. Hast du dich gut eingelebt? Hört sich so. Denke schon. Kleine Stadt. Und wie ist es? Ist jetzt Wanze primogen? Ich glaube, das ist noch nicht entschieden. Ach. Ich meine, ehrlich gesagt, dem kleinen Kerl würde ich es schon gönnen. Auf der anderen Seite, er ist schon arg wunderlich. Hm. Verstehe. Und sie packt das Messer dann so in die Hosentasche. Aber wie bist du weitergekommen mit deiner Suche? Du hast ja Ausschau nach jemandem gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Christopher Black. Und, konntest du etwas in Erfahrung bringen? Ist er hier? Definitiv, sonst wäre ich auch nicht hergekommen. Vermutlich verbirgt er sich irgendwo, wo man nicht so leicht an ihn rankommt. Da fällt mir ehrlich gesagt jetzt kein Platz ein, hier in der Stadt. Oh, mir fallen da einige ein. Das Problem ist, dass er sich das, was sein Meister früher gemacht hat, immer versucht anzueignen. Das hat er schon früher gemacht. Eifert ihm nach. Leider ist er ziemlich schlecht darin, sein eigenes Aussehen zu ändern. Wie macht sich das bemerkbar? Naja, irgendwann hat er angefangen, sich auffällig zu schminken, als ich das letzte Mal gesehen habe. Okay. Sollte immer sehr anders sein. Eben das seine. Ich kann das mit dem Schminken nicht mehr so gut. Nicht? Naja, schlecht ohne richtiges Spiegelbild. Ah, ich verstehe, ja. Es hat etwas gebraucht. Ja. Nicht schlimm. Was hast du noch hier so vor? Versuche herauszukriegen, wo er ist.
ist meine Aufgabe. Wenn ich ihn gefunden habe, dann weiß ich noch nicht. Beobachten vielleicht? Schauen, was er vorhat? Hing der gute Christopher Black an seinem Meister? Also ich würde die Gesprächslautstärke so anpassen, dass wir sind ja unter Leuten, unter Menschen. Also. Nee, da ist es ist mitten in der Nacht, da wird keiner groß jetzt über die Straßen laufen. Ah, okay. Naja, also ich bin seinem Meister einmal begegnet. Und wie hat er sich da gegen ihm, ihm gegenüber verhalten? Also recht treu, eher neutral, ablehnend? Die waren schon sehr wie ein Herz und eine Seele. War eine ziemlich fiese Sache damals. Da könnte ich mir vorstellen, dass er entweder bei den Grahams vielleicht untergekommen ist oder sich in der Nähe von dem Bunkerkomplex aufhält. Welcher Bunkerkomplex? Es gibt halt etwas außerhalb der Stadt, einen Bunkerkomplex. Kannst du mir das irgendwo einzeichnen auf einer Karte oder so? Ja klar, hast du gerade eine zur Hand? Ja, würde Scarlett, würde zeigen, wo der Bunkerkomplex ist. Prima, danke. Dann suche ich da mal. Ja klar. Das ist echt hilfreich, danke. Kein Problem. Ach ja, da sollten auch Tremere ansässig sein. Wundere dich also nicht, die forschen darum. Ich habe nichts gegen Tremere. Sie können ganz flauschig sein. Es sei denn, sie werden etwas hysterisch. Okay. Trifft das nicht auf alle unsere Art zu? True. Gut. Nun denn, dann viel Spaß noch. Ja, wir schwenken noch mal kurz zurück zu Sam, die da in dem Gebäude sitzt und in ihren Gedanken nachhängt und da jetzt irgendwie schon an, ja, vielleicht eine gute 10, 15 Minuten da sitzt und die Wand anstarrt. Was geht so in Sam vor? Tja, sie weiß nicht wirklich, was sie jetzt machen soll. Weil sie hat das Problem, dass Ronan auf einen Primogen geschossen hat. Und dass man da zum guten Grund finden muss, wie man das quasi unserem Prinzen nahebringt, ohne dass Ronans Kopf dafür rollen muss. Ja, der Verrat von Scarlett ist so eine Sache. Ja. Und eben auch Angst davor, was sein wird, was Alistair tatsächlich, was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Also mit Alistair Webb und ihr. Ich höre dich nicht. Okay, sagte ich. Ja, irgendwann hörst du das Geräusch von der Außentür. Würde ich mich irgendwo erstmal hinter die Tür oder so zurückziehen, also so, dass... Und das irgendwo hin, wo ich gucken kann, dann gehen ja dann die Treppen hoch, dass ich sehen kann, wer da die Treppen hochkommt. Ja, dann siehst du irgendwann dir zwei bekannte Gestalten, eine im Hawaii-Hemd und eine in so einem langen Mantel. Sie wirken ziemlich gehetzt. Dann würde ich hinter der Tür vortreten. Ihr solltet lieber gehen. Shit. Hast du mich erschreckt? Ich habe euch nicht gesehen, wenn ihr sofort wieder verschwindet. Können jetzt gerade nicht nach draußen, weil draußen... Naja.
Lass uns 5 Minuten hier warten. Ihr wisst schon, dass eine Blutjagd auf eure Köpfe läuft. Ich bin der Sheriff. Vergessen? Ja. Ich glaube, wenn du wolltest, hättest du uns schon angegriffen, oder? Deshalb habe ich gesagt, ihr verschwindet sofort wieder und ich habe euch nicht gesehen. 5 Minuten, bitte? Nein. Na gut, dann komm. Was ist denn draußen? Blutjagd. Tja, ist hier drin auch. Aber hier drin bist du. Ja, und dass eure Köpfe noch nicht gerollt sind, habt ihr nur Andrew zu verdanken. Weil ihr wohl wirklich irgendwann mal Freunde von ihm wart. Und ich ihn respektiere. Diese Blutjagd ist Unrecht. Ich sag nicht, dass sie gerecht ist, aber... Dann hilf uns. Jetzt komm mit, die macht nichts für uns. Ihr habt euch das ein Stück weit selber zuzuschreiben. Habt ihr gesagt, irgendwann wird sie uns ans Messer John, lassen. John, halt die Fresse! Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr hören von dir. Er meint's nicht so. Du bist ruhig. Ich würde jetzt näher auf John zugehen. Du weißt ganz genau, dass ich mir das alles hier nicht ausgesucht habe. Denkst du, ich habe nicht darum gebeten, ich wollte das nie haben. Lass dir mir nicht die Fehler an, die Andrew begangen hat. Ich bin nur ein Spielball bei dem Ganzen gewesen. Ich habe nicht darum gebeten, ich wollte es nie. Ich weiß, dass du der Meinung bist, dass ich alles zerstört habe. Aber welche Chance? Hatte ich überhaupt jemals eine Chance? Ich glaube, du weißt ganz genau, was passiert ist, als Andrew das erste Mal hier in dieser Stadt war. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dass ich gar nichts dazu kann. Ich habe eine Ahnung. Oh. Okay. Er liegt mir die ganze Zeit schon in den Ohren damit. Vielleicht ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Also. Es tut mir leid. Ich bin etwas langsam darin, mich an neue Umstände anzupassen. Du kannst wirklich nichts dafür. Ich lag falsch. Du weißt schon, dass wenn dir die Erkenntnis vielleicht früher gekommen wäre, dass Andrew dann noch hätte leben können und dass du ihn vielleicht hättest auch davon abhalten können, jemals hier in diese Stadt zu kommen? Als wir das erste Mal hier hingekommen sind, dachte ich, das wäre sicher hier. Ich glaube, wenn ich das noch einmal höre, zünde ich irgendwas an. Ich auch. Das ist so ziemlich das schlimmste Rattennest, in das uns Andrew jemals mitgenommen hat. Warum habt ihr nicht abgehalten? Du musstest ihm ständig das Gedächtnis löschen, nachdem ihr das erste Mal hier wart. Warum habt ihr ihn nicht aufgehalten, bevor wir hier in dieser Stadt angekommen sind? Du wusstest doch, dass hier irgendwas los ist. Warum?
irgendwas. Wer kann denn denken, dass es sowas hier ist? Und du kennst Andrew auch. Du weißt, wie dickköpfig er war. Ja, aber ihr beide, ihr wart seine engsten Freunde, wenn es sowas unter uns überhaupt geben kann. Richtig. Ihr hättet ihn vielleicht gemeinsam aufhalten können. Oder, Entschuldigung, ihr hättet mich vielleicht irgendwo ins Vertrauen ziehen können und sagen, red du mit Andrew, wir können nicht dahin. Bring ihn davon ab, sag ihm, dir gefällt's da nicht. Aber nein, ich... Ich hab ihm vertraut. Bis zu einem gewissen Grade. Die ganze Sache mit dir war ein Fehler und das wusste ich. Ich habe ihm geraten, das nicht mit dir zu machen. Wenn es nach mir gegangen wäre, würdest du immer noch in Sacramento deine Ausbildung in diesem Krankenwagen machen. Und es war meine Idee, Andrew ganz aus deinem Gedächtnis rauszulöschen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Das heißt, ich habe es versucht. Das musst du mir zugestehen. Warum habt ihr mich in der Nacht verfolgt? Weil er das gesagt hat. Und ihr hättet ihm diese Bitte nicht abschlagen können? So funktioniert das nicht. Kennst ihn doch. Ganz ehrlich, mein Lieber, du hättest ihn flocken und ihr hättet Sacramento verlassen können. Ich flocke keinen von uns. Wenn du es gemacht hättest, hätte uns allen viel Ärger erspart bleiben können. Hättet ihr ihn für 5 Jahre oder so auf Eis gelegt, alles wunderbar. Vermutlich. Aber ich das bringe ich nicht gehalten. Übers Herz. Seit wann bist du so menschlich? Versuch mein Bestes. Tja. Hat uns alle in eine tolle Situation gebracht. Ja, das sehe ich jetzt auch. Hätte auf den Dicken hören sollen. Ich habe schon länger das Gefühl, dass du eher Pinky bist und eher Brain. Ich hab nur gesagt, Sam nicht so schlecht. Wie immer noch Klüngel. Das waren wir nie, wenn wir ehrlich sind. Doch. Nein, dafür... Wir das nur nicht sind, wenn du das nicht willst. Jeder braucht, so wenn der so ist wie wir, jemanden, der auf ihn aufpasst. Wer passt auf dich auf, Sam? Ich glaube, Ronan. Wo ist er jetzt? Du sitzt hier ganz allein in einem leeren Gebäude. Ja, weil ich das selbst so gewählt habe. Heißt nichts. Andrew hat auch ganz viel Doofheit gewählt. Wir haben ihn gelassen. Vielleicht macht Ronan denselben Fehler, den wir gemacht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. So, ich glaube, eure 5 Minuten sind rum. Ja, lass uns gehen. Ich kann versuchen, ob ich wegen der Blutjagd irgendwas bewirken kann. Der Dicke dreht sich nochmal um. Danke. Ich kann es euch nicht versprechen.
vielleicht gerät diese ganze Blutjagd eh in Vergessenheit. Ich glaube, auf uns kommen größere Probleme zu. Inwiefern? Ihr wisst das hier mit der Käseglocke? Mhm. Tja, das war wohl dazu da, um irgendeinen mächtigen, durchgeknallten Kaniten einzusperren und eure kleine Freundin aus der Bibliothek ist Kerze jetzt gerade dabei, ihn zu befreien. Warum sollte sie das denn machen? Weil sie es für eine gute Idee hält. Beugt sich so zu John rüber. Reden wir von derselben schlauen Skala? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Irgendwie scheinen einige Leute nur dran zu denken, dass wenn wir ihn freilassen, dass dann auch die Kuppel verschwindet. So wird uns das zumindest, wird das behauptet von den Markavianern. Und ich meine, Markavianer. Wo ist sie denn jetzt? Ich weiß nicht, ihr Plan war, mein Safe aufzubrechen, sich daraus etwas zu besorgen und... Ich dachte, ihr wart Freunde. Das habe ich auch gedacht. Ich verstehe nicht ganz. Noch ein Grund, warum ich hier alleine sitze, weil ich es auch alles nicht verstehe und es erstmal sortieren muss. Sollen wir dir helfen? Nein, lasst mich lieber allein. Gut. Pass auf dich auf. Ich habe euch nicht gesehen. Wen? Genau. Ja, dann verschwinden sie im Treppenhaus. Ja, so läuft Bruce durch die Nacht. Scarlett auch, nur an der anderen Ecke der Stadt. Jetzt würde halt irgendwann dann auch Richtung Bibliothek marschieren. Sam sitzt alleine im alten Gebäude und Ronan steht vor einem unbekannten Tremere, der gerade aus einer Insel von Blut erstanden ist und dir gerade ziemlich begeistert mit einem ziemlich hellen Gesicht alle möglichen Fragen auf dich einhämmert. Und die Kamera wird noch einfangen, wie Ronan versucht, irgendwie eine nach der anderen zu beantworten. Und da faden wir für heute aus. Puh! Ja. Eieiei. Warte, ja, es war nicht. Der Würfel ist ein verdammter Verräter. Es war nicht ganz ohne. Ja, der Chat kann immer aufhören, das Ganze jetzt hier zu schreiben. Es kann euch nicht mal niemand mehr hören. Frankenstein. Ja. Ja, die Gruppe ist entviert. Entzweit kann man ja gerade nicht irgendwie sagen. Hängt an verschiedenen Ecken herum. Jetzt ist, müssen wir mal schauen, wie wir das wieder kitten können oder ob wir das überhaupt kitten können oder ob es nochmal einen großen Knall gibt und dann irgendwas passiert. Wir werden gleich mal im Aftershow-Talk vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Wenn euch der interessiert, schaut mal auf Patreon vorbei. Da könnt ihr das dann irgendwann in den nächsten paar Stunden dann auch anschauen. Und ja, aber bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. War ja eine Achterbahnfahrt heute. Und anscheinend hat es dem Chat zumindest gefallen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ja, schauen wir mal, wo uns der Weg in der Stadt ohne Namen noch hinführt. Und wie das Ganze noch ausgehen wird. In 2 Wochen geht es, wenn alles klappt, weiter. Und ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei.
Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar und einen Daumen, wenn ihr es gut oder schlecht fandet. Entweder nach oben oder nach unten, mir egal. Und ja, empfehlt uns weiter. Schaut die alten Folgen nach, wenn ihr gerade es, uns entdeckt habt. Vielen, vielen Dank für die Raids und für den Host. Kam von... Warte mal nachgucken. Wer das nochmal war? Es ist immer so, wenn man gerade spielt. Skexus the Chamberlain hat uns geradet und der Mr. Non-LP hat uns gehostet. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Und wenn ihr sagt, oh, ich weiß aber nicht, was ich in der Zeit dazwischen machen soll, schaut da nochmal alle die alten Folgen bei Meister Umrion, um euch ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, wer denn da gerade irgendwie aus der Blutlache rausgestiegen ist und wer, wer die ganzen Personen sind. Es fehlt nur noch eine einzige Person aus den alten Streams. Mal gucken, ob wir die auch noch in die Stadt kriegen. Ja, und gucken wir mal. Jetzt, wo der gute Van Horn in der Stadt ist, müssten wir den Reg eigentlich auch noch mal anhauen, ob der eine Cameo kriegt. Er hat schon mal ja gesagt, aber mal gucken. Noch weiß er ja nicht, was auf ihn zukommt. Ich glaube, der hat gerade auch viel um die Ohren. So, mal gucken wir mal. In 2 Wochen geht's wie gesagt weiter und wenn ihr zwischendurch dann mit Meister Umbrions Zeugs fertig seid oder das schon lange kennt, dann könnt ihr ja mal bei Mondi auf dem Kanal gucken. Da gibt's nämlich inzwischen auch eine Vampire the Masquerade Runde, die nur Tremere beinhaltet. Richtig, genau. Wir kommen auch langsam auf die finale Folge zu, also es ist noch nicht ganz raus, aber ja, ich habe effiziente Spieler, möchte man sagen. Also wer Lust und Zeit hat, die 5. und vielleicht finale Folge am 20.03. um 19.15 geht's los auf meinem Kanal. Staffel 2. Es wird nicht die letzte Runde gewesen sein. Also es, sag ich mal, es sind auch die Giovanni-Chroniken in der Planung. Aber ja. Die werden wahrscheinlich nicht vor Mai losgehen. Ich brauche da ein bisschen Vorlauf. Man muss ja erst auch vorbereiten. Richtig. Genau. Oder wenn ihr noch mehr Vampire wollt, aber die die noch nicht in der Neuzeit angekommen sind, dann schaut ihr beim Rerion vorbei und entdeckt da was? Ja, also jetzt dauert es noch ein paar Tage. Am 15. wird es weitergehen mit Dark Ages, wenn alles glatt geht. Da kommen wir so langsam ins Finale tatsächlich. Ich weiß, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber Finale vom ersten Buch, oder nicht? Ja, richtig. Ja. Also ja, ich war schon geschockt. Finale des ersten Buches und da geht es dann langsam zur Ruhestadt eines Vorsintflutlichen. Kennen wir da auch irgendwoher? Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß schon. Genau. Ansonsten bin ich die Woche ein paar Mal zu sehen. Jetzt, die nächsten Tage. Ja. Dann schaut da mal rein beim Rerion. Oder... Ja, Vampire gibt's nicht beim Kakko, aber dafür mal Streams in letzter Zeit. Ja, einige. Aber, also ankündigen ist ja so ein böses Wort, das wollen wir alle nicht in den Mund nehmen. Ich sag mal so, ich wurde im Nerdpool-Discord-Server-Chat ja herausgefordert, sag ich mal, von der guten Feder. Dementsprechend wird es vermutlich zum Spring Break dann doch mal wieder ein Rollenspiel-Stream für mir geleitet geben. Da habe ich schon 2 SpielerInnen und ich brauche wahrscheinlich noch einen und dann wird es auch mal was geben. Da bin ich aber gerade auch in Planung. Ansonsten hätte man mich normalerweise bei Starfinder diese Woche gesehen, da kann ich aber leider nicht. Können aber trotzdem mal vorbeischauen. Ansonsten, die Malstreams sind cool, kommt da vorbei. Ja, und wenn ihr mitspielen wollt beim Kakko, dann meldet euch doch einfach bei dem. Genau. Ah, sehr gut, da meldet sich schon jemand. Socknapp nehme ich. Sehr gut. Okay, schon voll. Zack, super. So schnell geht das. Da muss ich jetzt nur das Abenteuer machen. Genau. Ja, super. Ja, prima. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wo die Feramin das nächste Mal aufschlägt, die macht munteres Streamhopping und ist auf den verschiedensten Kanälen in den verschiedensten Rollen zu sehen, dann folgt ihr doch einfach auf Twitter und dann kriegt ihr das immer mit, wo die Feramin das nächste Mal aufschlägt und ihr tolles Rollenspiel unter die Leute bringt. Und ja. Immer ein Follow wert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und warum rede ich jetzt gerade so komisch? Ich weiß es nicht.
Na gut, ich sag nochmal. Sind die Rumänen wieder in der Stadt, fängst du an, komisch zu reden. Ja, genau. Die bestimmten Rumänen. Ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und bis dahin den Segen der Nacht. Oh, stopp, ich habe eine noch vergessen. Ich vergesse es ja ständig. Man soll ja Leute raiden, nicht wahr? Da müsste ich aber jetzt erstmal schauen. Wen wir denn da so raiden können, wenn er noch online ist. Ist da irgendwas gibt? Mischka ist noch online. Der Mischka? Das wäre natürlich was. Mischka? Also wird mir noch als online angezeigt? Ja. 2 Zuschauer. Ich habe aber noch jemanden, der noch weniger Zuschauer hat. Der es noch besser gebrauchen kann. Wir könnten den guten Ossi mal besuchen, finde ich. Oh, jo. Ja, der spielt zwar gerade kein Pen and Paper, aber der spielt Divinity. Und der hat gerade nur einen Zuschauer. Und jetzt gleich hoffentlich von euch ein bisschen mehr. Spammt ihm mal ein bisschen zu. Genau, sagt schöne Grüße von mir und bis zum nächsten Mal. Ja, nicht Ozzy Osbourne, viel cooler. Peace. Tschüss.